Ihr werdet schon sehen. Sicke Dance Moves. Absolut. Okay. Ich glaube, wir können anfangen, oder? Hey, ich glaube, wir können anfangen. Liebe Leute. Wisst ihr, was sich heute ergeben hat? Ich weiß nicht. Ich werde es wahrscheinlich über Twitter mitbekommen haben. Aber wenn nicht, dann lasst mich die freudige Nachricht mit euch teilen. Und zwar hat es sich ergeben, dass ich einfach mal ein bisschen mich schlauer gemacht habe, wie man Texturen aus Dark Souls verändern kann. Was, wie sich herausgestellt hat, unglaublich einfach ist, weil man packt einfach die PNG in Photoshop und dann malst du mit dem Pinsel drüber und siehst, was dabei rauskommt. Ich könnte mir eine Paint-Rüstung theoretisch machen. Es ist unglaublich einfach möglich. Und dadurch, dass es so einfach ist, dachte ich mir, hey, wir haben den Pommes-Panzer-Run. Und solange wir jetzt im einmaligen Pommes-Panzer-Run unterwegs sind, gibt es eine Sache, die wir uns definitiv gönnen müssen. Und das ist eine geile Pommes-Panzer-Rüstung. Ich dachte mir, die Steinrüstung gefällt mir sowieso besser, deswegen habe ich sie einfach mal ein bisschen modifiziert und wie ihr seht, dazu noch mein Schild und mein Schwert. Ihr seht, ich bin der ultimative Pommespanzer. Ich bin so dermaßen frittiert, ihr macht euch kein Bild, wie fucking frittiert ich bin. Ich habe das zuerst so gemacht, dann haben mich Leute kritisiert, dass da Ketchup fehlt. Und dann habe ich noch ein paar Flecken drauf gemacht und ich würde sagen, das ist, ja. Ich würde sagen, der Pommespanzer ist bereit für ein bisschen Action. Würde ich einfach mal behaupten, es ist ein Meisterwerk. Es ist ein absolutes, absolutes Meisterwerk. So, und es gibt noch eine Sache, die ich geändert habe. Ich sehe gerade, dass jemand vorhin schon zweimal nach Zelda gefragt hat und jetzt irgendwas da meckert von wegen, was auch immer. Hör auf zu meckern. Geh mich auf den Sack. So, ich meine, ich bin ein freundlicher Typ, aber nerv nicht. So, und ich habe noch dieses, wenn man Gegner so anvisiert, dieses Symbol, das habe ich auch noch, fuck, geändert. Da habe ich einen kleinen Mogipilz rausgemacht, weil schien mir irgendwie angebracht zu sein. Und ja, das ist soweit der, Gott, ich habe so große Verteilung. Ich weiß übrigens nicht, warum die Lebensbalken, das Ketchup ist nur da, damit man das Blut deiner Feinde nicht sieht. Exakt. Ja, ich weiß nicht genau, warum der Lebensbalken von den Gegnern orange geworden ist. Ich glaube, das war bei dem, Pack, wo ich dann auch meinen, diesen Punkt, wenn man Gegner anvisiert, geändert habe, dass sich da irgendwie das noch mit geändert hat. Das heißt, wie auch immer, war mir relativ egal. Aber ja, das ist soweit der legendäre Pommespanzer. Er ist eine wahre Legende. Seht euch diese köstlichen Pommes an. Ich würde gerne mal in seine Rüstung greifen und mal abbeißen, könnte man fast sagen. Würde ich mal ganz gerne abbeißen. So, und dann kommen wir aber zu einem unschönen Teil. Nämlich, das ist jetzt alles schön und unterhaltsam und alles, was ich gemacht habe. Und ich denke, es ist perfekt, das perfekte Outfit, um diesen Run auszuführen. Ich habe sogar das Schwert bearbeitet, aber das sieht man nicht richtig. Das heißt, das Schwert sieht relativ schrecklich aus. Aber ist okay. Man sollte ungefähr erkennen, dass das Pommes werden sollten. Das sollte man ungefähr erkennen. Auf jeden Fall steht uns ein unschöner Teil bevor, nämlich einer, wieder mal, ich meine, Late-Game-Zeug aus Dark Souls 1, ihr wisst, habt ihr vielleicht mitbekommen inzwischen, ich bin großer Fan vom Late-Game und dementsprechend steht jetzt noch ein lieblicher Teil bevor und das sind die Katakomben. Und nachdem wir soweit alles, ne warte, haben wir soweit alles erledigt, gab es doch irgendeine Sache, ne warte, geh doch in die Katakomben, Planänderung, wir wollen noch die Solaire-Quest abschließen. Wir sind noch gar nicht fertig, wir gehen zur Tochter des Chaos. Und wir gehen erstmal zu Leer suchen. Das bedeutet, was uns hier erwartet, ist exakt 1A Pommes Cosplay. Es erwartet auch, uns auch Pommes Gameplay. Und ansonsten gehen wir jetzt noch in den Ash Lake, damit wir Solaires Quest abschließen können. Was mit dem DLC? DLC will ich heute auch anfangen. Allerdings will ich vorher erst noch das reguläre Zeug. Alter, bei der richtigen Beleuchtung. Mein Gott, diese Pommes-Rüstung. Sie ist absolut prachtvoll. Ey, ich bin ein bisschen begeistert davon. Es sieht besser aus, als ich gedacht hätte. Es ist der ultimative Pommespanzer. Ey, ich bin großer Fan davon. Ich bin absolut großer Fan. Auf jeden Fall, wir werden erstmal die Siegmeier-Quest zu Ende machen. Und dann werden wir uns ins letzte Gebiet begeben. Die letzte Hüterseele an uns nehmen. Und dann, statt alle abzugeben und dann zu gewinnen zu gehen, werden wir uns dann ins DLC-Gebiet begeben. Und das wird relativ interessant. Wir werden heute wohl nicht mehr allzu viel vom DLC sehen, weil es ist noch ein weiter Weg bis dahin streng genommen. Aber wir sollten heute schon anfangen damit. Ich glaube, du meinst Siegmeier und nicht Solaire. Ja, ist mir auch aufgefallen, dass ich zuerst Solaire gesagt habe. Danach habe ich Siegmeier gesagt. Dementsprechend, da passt alles. Sind die Pommes auch gesalzen? Als ob man, warte, wahre Geschichte. Wahre Geschichte. Das Fett auf den Pommes reflektiert das Licht, exakt. Wahre Geschichte.
Also ich bin ja vor nicht allzu langer Zeit umgezogen und da hat sich dann auch ergeben, dass es für kurze Zeit ich in der Situation war, dass ich kein Salz da hatte. Und dann habe ich mir Pommes gemacht, habe ich gesehen, dass ich kein Salz hatte, dachte ich mir, das ist nicht optimal, aber ich habe wenigstens Ketchup da. Vielleicht kann ich einfach ein bisschen Ketchup draufpacken und dann merkt man sich, dass da kein Salz drauf ist. Man hat es gemerkt. Man hat es sogar sehr deutlich gemerkt. Es war eine sehr deprimierende Mahlzeit. Es war nicht schön, das könnt ihr mir glauben. So, und jetzt werde ich gleich richtig hart auf die Schnauze bekommen. Lauf, 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 lauf. Wundervoll. Es war keine wundervolle Mahlzeit. Das heißt, wenn ihr jemals Pommes ohne Salz gegessen habt, vertraut mir, wollt ihr nicht. Ist nicht schön. Keine gute Erfahrung. Kann ich nicht weiterempfehlen. Ach, genau. Und was ich noch zeigen muss, gibt jetzt noch eine Textur, die ich verändert hatte, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Ah, und das ist, es war der erste Test, wie man... Ja, der Pommespanzer auch in der Pommesbude. Nein! Als ob es in Lordran Pommesbuden geben würde. Vielleicht solltest du mal dein Wissen bezüglich der Dark Souls Lore mal ein bisschen auffrischen. Eine Pommesbude in Lord... Was? Und Aaron, KDN hat subscribed. Pommes mit Pommesgewürz, denke ich. Nein, nein, kein Pommesgewürz. Nur Salz, aber vielen Dank für die liebliche Subscription. Aber nein, kein Pommesgewürz. Wir sind Salz-only. Ich meine, was sonst sollte man auf Twitch haben? Ah ja. Wir gehen dem Ganzen ganz natürlich nach. Ich wollte gerade noch irgendwas anderes sagen, ich habe es vergessen. Ah ja, genau, es gibt noch eine Textur, die ich euch zeigen muss. Das war die erste, die ich verändert habe. Bei der ich das Ganze damit experimentiert habe, um zu sehen, ob das überhaupt wirklich so funktioniert, dass ich einfach nur eine PNG-Datei ersetze. Und wir sind salty. Ich bin nicht salty! Der Pommespanzer ist ein bisschen salty. Er ist auf jeden Fall nicht pommesgewürzig, das kann ich euch sagen. Und ich habe 400 Seelen bekommen. Dankeschön, wo auch immer die herkommen. Ricky mag wahrscheinlich Pommes ohne Salz, dieser Unmensch. Nein, 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 nein. Ich glaube, bei Ricky ist eher der Fall. Er mag und wolle auch die mögen ja Chips, die schon nochmal 400 sehen. Wundervoll. Die schon länger offen standen und sowas. Das heißt, die mögen wahrscheinlich Pommes von gestern oder so. Und ich will nicht sagen, aber es gibt nichts Ranzigeres als Pommes vom Vortag. Beziehungsweise generell kalte Pommes. Das ist einfach, das geht nicht. So, und das der andere Schild, den ich bearbeitet habe, um zu sehen, ob das Ganze funktioniert, ist der Graswappenschild. Macht euch nicht allzu viele Hoffnungen. Der Graswappenschild wird ziemlich schrecklich aussehen, aber... Ja. Ich wollte nur mal sehen, ob das so funktioniert. Oh, das ist mein Graswappenschild jetzt. Es hat so funktioniert. Ja, das sind übrigens keine Pommes da im Hintergrund, sondern es ist einfach nur aus Gold. Es ist ein gar güldener Schild. Ja, der ist ziemlich schrecklich geworden. Ja, aber hey, man muss sich in das Ganze reinfinden. Ich meine, es ist kein Vergleich zu meiner Pommespanzer-Action hier. Ah, okay. Und hier sind wir übrigens in einem der Gebiete, in dem man wahrscheinlich am schnellsten sterben kann von allen. Great Hollow. Das liebliche Gebiet, welches man übrigens nicht betreten sollte, wenn man, ich hab selten ein epischeres Schild gesehen. Exakt, meine Meinung. Great Hollow, absolut schreckliches Gebiet, in dem ich bisher nur ein einziges Mal war tatsächlich. Und ihr solltet das Gebiet nicht betreten, wenn ihr euch noch nicht warpen könnt. Denn es ist ein weiter Weg hier zurück und der ist nicht schön. Das Problem an diesem Gebiet ist, dass man... Ja, shit, ich habe was übersehen. Das Problem an diesem Gebiet ist, dass man sehr schnell stirbt, weil man runterfallen kann. So, wenn wir schon mal hier sind, können wir eigentlich auch mal da runter gehen. Und hier haben wir einen lieblichen Chlorantisch-Ring. Ihr kennt den Ring, mit dem er regeneriert bei schneller Ausdauer. Den findet man übrigens hier in dem Spiel. Oh, fuck. Oh Gott. Okay. Ha. Da sind ein paar Funkeltitanit-Lizard-Fuck-Viecher da drüben. Aber ich weiß nicht, wie ich rankomme. Great Hollow. Schreckliches Gebiet. Genau, der Chlorox-Ring. Der ist gut für Klamotten. Wenn sie nicht mehr ganz so strahlen, wie es ursprünglich mal der Fall war. Denn damit werden sie wieder sehr gebleicht. Also relativ empfehlenswert tatsächlich. Oh Gott. Ich sollte ja nicht durch die Gegend fat rollen, glaube ich. Ah. Great Hollow, absolut schreckliches Gebiet. Ich weiß gar nicht, ob es hier zu welch was zu sagen gibt. Im Großen und Ganzen ist das, glaube ich... Ja, wobei, es gibt ein bisschen was dazu zu sagen. Das ist, glaube ich, wo wir hier sind, ist mit einer der Bäume, die ganz Lordran tragen. Weil Lordran ist eine Welt, welche... quasi in der Luft schwebt, könnte man sagen. Sie wird von so Bäumen hochgehalten. Das ist fucking seltsam. Eine scheinbare Wand? Nein. Das ist einer der Bäume davon.
Und wenn, je weiter wir hier runtergehen, desto weiter runter kommen wir auch in ganz Lord Run, bis wir so weit unten sind, wie wir sonst niemals wieder in dem Spiel sein werden. Außer vielleicht im Abyss oder so. Es zählt nicht. Und jetzt habe ich ein Problem. Weil ich jetzt schon nicht mehr weiß, wie ich am besten weiter runterkommen kann, ohne zu sterben. Great, Great Hollow. Ah ja, und dann gibt es noch solche lieblichen Stellen wie hier, wo man dann teilweise nicht wirklich da entlang gehen kann, wo man entlang gehen will. Gehen wir einfach mal da runter. Und hoffen, dass das alles gut geht. Außerdem, weil es auch nicht schön genug war, haben wir noch die besten Gegner im Spiel. Gute alte Basilisken. Oh fuck, ich bin gleich verflucht! Oh Gott, okay. Wusstet ihr, dass die Glubschaugen tatsächlich in Wirklichkeit ihr Gesäß sind? Wissen nicht viele, deswegen dachte ich mir, ihr sollt das mal anmerken. 720p, 60 FPS ist verfügbar. Naja, hat jemand an meiner Qualität gezweifelt? Dann will ich nicht gutheißen. Was ist das B9 der Dark Souls Lore? Oh, der fucking Abgrund. Das ist die, das ist das seltsamste Konzept aus ganz Dark Souls irgendwie. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, was der Abyss tatsächlich sein soll. Es ist aber im Großen und Ganzen die böse, böse Dunkelheit, die an manchen Orten an die Oberwelt rankommt und da verseucht sie an alles und lässt Leute mutieren und so ein Shit. Und keine Ahnung, super böse. Ich weiß selber nicht ganz. Das ist ein sehr seltsames Konzept, dass ich mir... Das ist wieder eins der Probleme. Es gibt viele Konzepte bei Dark Souls in der ganzen Lore immer, bei denen ich immer Probleme habe, sie zu verstehen, weil ich sie mir nicht wirklich bildlich vorstellen kann. Fucking Abyss ist eins davon. Ich habe keine Ahnung, was das wirklich soll. Ich habe es nie verstanden. Muss ich mich jetzt echt hier noch weiter runterfallen lassen? Oh, das ist doch... Das sind legendäre Hitboxen. Auf über die Luft zu laufen. Fall doch runter! Dankeschön. Was war das? Das war schrecklich. Gott sei Dank muss man das Gebiet nicht besuchen und man findet es nicht so leicht beim ersten Run. Ja. Dieses Gebiet ist rein optional. Es gibt nicht mal was wirklich sonderlich Spannendes hier unten. Und es ist absolut schrecklich. Vor allem, wie gesagt, wenn man hier dann... Och nein. Oh, muss ich da jetzt hochspringen? Ich muss jetzt hochspringen. Shit. Nein, muss... Wie? Okay. Wir machen unseren Weg langsam nach... Fuck. Das hat mich kein bisschen weitergebracht. Muss ich mich hier jetzt fallen lassen schon? Mann, was soll da schon schief gehen? Ich lebe! Okay. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Nein, 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 nein. Raus aus dem Fluchgebiet. Fucking Basilisk, geh mir aus dem Weg. Oh, absolut. Wo bringt mich die Leiter hin? Absolut schreckliche Gegend hier. Absolut schreckliche Gegend. Mehr kann man dazu nicht wirklich sagen. Ist einfach nur absolut schrecklich. Die berühmte springende Pommes. Ich weiß nicht, ob man das sagt. Eine einzelne Pommes. Das klingt sehr seltsam. Ich weiß auch nicht, wie man mich dazu sagen sollte. Ist das ein PS2-Spiel? Selbstverständlich ist das ein PS2-Spiel. Wo bringt mich die Leiter hier jetzt hin? Hä? Oh, ach so. Oh, okay. Wisst ihr, was das Problem ist, wenn man... Das kann ich euch auch direkt zeigen, wenn wir schon mal hier sind. Wenn man hier ist und sich nicht porten kann, ganz unten gibt es einen Bonfire, dann kommt man nämlich irgendwann an diese Stelle hier und die ist scheiß buggy. Seht nämlich das Problem, dass man, ihr seht, man kommt da nicht rüber. Oh nein, oh nein, oh Gott. Ihr seht, es ist, okay, doch, mit geschickten Rollen kann man da rüber. Aber das ist eine Stelle, die mich damals, als ich hier war, und ich war hier mal, ohne mich warpen zu können. Und an der Stelle habe ich sehr, sehr lange gebraucht, um da vorbeizukommen. Das war eine relativ unangenehme Angelegenheit. Also, das ist einfach ein, das ist ein richtig schlechtes Gebiet hier. Das ist echt nicht gut. Besucht es einfach nicht, okay? Besucht es nicht. Nimm dies.
So, aber das Gute ist, wir haben es im Großen und Ganzen jetzt überstanden. Das bedeutet, unten wartet dann noch der wahrscheinlich dümmste Bosskampf des ganzen Spiels auf uns. Damit will ich nicht sagen, der schlechteste, denn sterbe ich nicht so an. Denn den Preis gewinnt ganz klar Bed of Chaos. Aber es ist ein seltsamer Bosskampf, den man ganze zweimal macht. Oh Mann. Ich würde eine Fritte anstatt eine Pommes sagen. Stimmt. Oh Gott. Meine Fluchresistenz ist nicht so sehr on point, wie sie es sein sollte. Oh Gott. Du lass mich in Ruhe, du Fuckvieh. Geh weg. Wir bewegen uns einfach ganz langsam vorwärts hier und dann sollte theoretisch, wenn mich nicht alles täuscht, nicht übermäßig viel passieren können. Das Problem ist nur, dass man hier noch überall an den Baumstämmen oder an den Holzzellen, dass man hier noch ganz leicht überall runterrutschen kann. Das heißt, das ist noch eine Sache, die schief gehen könnte. Aber ansonsten bekommen wir es hin. Die Seele eines Soldaten. Ist die Hydra ein Boss? Die Hydra ist ein Zwischenboss, würde ich sagen. Kein guter Zwischenboss. Der Kampf ist fucking dumm, vor allem gegen Ende. Wenn man sie nicht mehr richtig erreichen kann, aber definitiv ein Zwischenboss. Ich meine, richtige Bosse haben immer einen Lebensbalken. Oh, und ihr seht, wir sind jetzt so weit hier unten angekommen. Ab hier beginnt das Reich der Maschmasch. Wir sind im Pilzkönigreich angekommen. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe das Gefühl, falls ich irgendwo kleine Kinder treffen werde, werde ich ihnen sowas von auf die Schnauze hauen. Ja. Machen so ein komisches Vogelgeräusch, wenn sie sterben. Das ist fucking seltsam. Fall, du kleiner Freak. Fall. Ha, will ich da drüben ran? Wir versuchen es mal. Oh Gott, ich erinnere mich noch an den einen Run, wo ich mal gemacht habe, wo ich ziemlich früh in der Gegend hier war. Da war ich irgendwie hier auf Level... Fantastisch. Level 10 oder so eine Scheiße und ich hatte einen Zweihänder bei mir. Gott, das war in vielen Hinsichten absolut schrecklich. Und der Typ... ist gefährlich. Oh Gott, wie viele Pilze sind hier unterwegs? Der Typ ist absolut, absolut gefährlich. Wo ist Prinzessin Peach? Die werden wir noch finden. Im Idealfall. Oh Gott! Oh! Der Typ! Seid vorsichtig. Der hat einen harten Schlag. Ich meine... Oh Gott! Wollt ihr mich? Wir werden nicht gegen die Maschmasch kämpfen. Fuck. Der hat mir einfach auf die Schnauze gehauen. Und ich meine, ich bin jetzt vom Level her aktuell... Och, komm schon. Ich bin inzwischen echt schon auf einem hohen Level und habe ziemlich hohe Verteidigung. Habt ihr gesehen, wie die Riesenpilze mir auf die Schnauze gehauen haben? Es ist denen alles vollkommen egal. Es ist denen einfach egal. Die verprügeln mich. Finde ich nicht schön. Warte mal, bringt mich der Weg jetzt eigentlich zu dem einen... Oh, der Weg bringt mich... Oh, hier wäre ich auch zum Ring gekommen. Nee, der Weg bringt mich nicht zum Abstimmen mit den Leitern. Wo sind die fucking Leiter nach unten? Das Gute ist, dass wir hier nur ein einziges Mal runtergehen müssen und danach muss ich das nie wieder machen. Ach, fantastisch. Und ich werde es danach auch nie wieder machen. Ach Gott, hör doch auf, in der Luft zu schweben! Das ist ziemlich qualitativ hochwertiges Gameplay, was ihr hier seht. Macht euch Notizen. Das werde ich nächste Woche im Test abfragen, was wir hier alles gesehen haben. Oh Gott. Und ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben, aber die Schwerkraft in Lordrun, funktioniert ein bisschen anders als bei uns. Manchmal fällt man einfach sehr schnell. Manchmal ist die Schwerkraft sehr, sehr stark. Ah, was haben wir hier? Ein blauer Brocken. Die Scheiße habe ich mir ja verdient. Ah, gehen wir einfach weiter. Oh nein, es ist der Weg hier wieder. Ach Gott. Alter, wir haben keine 1000 Bits bekommen. Ich werfe mal 10 D-Mark in die Kaffeekasse mit etwas... Salz. Vielen Dank für die, Achso, dann ist ja der Salz, meine. Wird bei Tippi gar nicht angezeigt. Vielen Dank für den geilen Zehner. Das, weiß die Kaffeekasse sehr, sehr zu schätzen. War es überhaupt ein Zehner? Doch, stimmt, 10 Mark, tatsächlich, ja. Ich muss gerade umrechnen. Ich dachte mir, 1000 Cent? Wie viel ist das? Ich war sehr verwirrt. So, wie kam ich jetzt nochmal weiter runter?
Ah ja. Ich glaube, der Trick war ganz klassisch. Ja, da komme ich sowas von nicht ran. Einfach runterspringen und sehen, was passiert. Es gibt einen Test. Ich habe dich gelernt. Natürlich gibt es einen Test. Und ich sehe mich auch nicht verpflichtet, dazu jeden Test immer anzukündigen. Ich kann ja davon ausgehen, dass ihr auch insgesamt zuhört, ohne dass ich euch extra sagen muss, dass ihr vielleicht zuhören solltet. Oder ist das, geh mir aus dem Weg. Oder ist das zu viel verlangt? Ey, ich denke nicht. Ich werde sowas von verflucht werden gleich. Oh Gott. Ich glaube, wir werden jetzt einfach durch diese Gegend hier durchrushen. Durch Great Hollow. Ich meine, den Ring habe ich eh schon mitgenommen. Ich glaube, ansonsten gibt es hier auch nichts mehr. Ja, ihr könnt euch mit der, könnt mit den Bits in der geilen Kaffeekasse, könnt ihr euch übrigens gegenseitig jederzeit überbieten. Habe ich nichts gegen einzuwenden. Ihr habt das Gefühl, ihr überbietet euch nicht. Das ist okay. Das ist okay. Vollkommen okay. Hm. Kein Überbieten. So. Wir sind wieder hier. Das bedeutet, wir verprügeln erstmal wieder kleine Kinder. Das sollte sich, denke ich, soweit von selbst erklären. Und dann werden wir, wenn wir unten sind, uns einfach... Oh, hör auf, so zu schreien. Ich glaube, damit alarmierst du doch nur deine Eltern oder so eine Scheiße. Wenn wir unten sind... Warum könnt ihr eigentlich nie richtig laufen? Reiß euch mal zusammen. Wenn wir unten sind, werden wir... Wobei, will ich gegen einen von den Großen kämpfen? Ich weiß gar nicht. Ich würde gerne einen besiegen. Aber ich würde echt gerne nicht von einem zweiten, einfach von hinten weggetackelt werden. Schlag zu. Oh, ist eine Zwei-Schlag-Kombo? Nein, war nur der, Oh? Oh, da kommt der zweite! Monster! Oh, fucking fuck, 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 fuck! Lauf. Okay. Okay, 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 okay. Okay, versuchen wir es. Das hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir das erhofft hätte, tatsächlich. Ich weiß, kaum zu glauben. Oh shit. Ist ja was leckt mich. Ich gehe jetzt. Ich werde nicht gegen euch kämpfen. Die sind zu stark. Die sind einfach zu stark. Und ich bin zu langsam dafür. Oh Gott, das ist doch einer. Warum sind das so viele? Die sind zu stark. Nein, wir gehen jetzt einfach. Wir gehen. Ich will damit nichts zu tun haben. Was ist das für ein Texture Pack? Das ist ein Texture Pack, das ich selber gemacht habe. Ich habe Pommes-Texturen auf die Steinrüstung gelegt. Ist ziemlich gut geworden, oder? Und weil Leute es kritisiert haben, habe ich dann noch ein bisschen Ketchup hinzugefügt. Oh, fuck! Oh! Fuck! Okay. Oh, ich weiß übrigens nicht, wie die Siegmeier-Quest zu Ende geht. Was ich da unten gerade gesehen habe, hat mir nicht gefallen. Übrigens relativ interessant hier in der Gegend. Das ist das einzige normale Level, wo man ein bisschen Musik hört immer. Da haben wir eine Hydra. Ich glaube, die Musik ist nur, wenn man nach oben schaut oder so. Irgendwie sowas war da. Er sieht super aus, aber das Ketchup sieht aus wie Blut. Ja, weil Ketchup wie Blut aussieht. Oh Gott. Was hast du ihr angetan, du Monster? Oder was hast du ihm angetan? Je nachdem. Mein Vater. Old Hollow Man. He's been subdued. He will cause no more trouble. It's finally over. I will return to Katarina. You assisted us both greatly. I can hardly return the favor, but please accept this. It's of no use to me now. Fuck! Ich dachte, das wäre ein Verlobungsring oder so. Dear Father. Okay. Sieglinde, ich verstehe, dass, dass es mit Siegmeier, dass mit deinem Vater jetzt unschön gelaufen ist. Er wurde Hollow, du musstest ihn umbringen, weil er die ganze Zeit auf egoistische Art und Weise Abenteuer geführt hat, da er nur auf der Suche nach dem einen Adrenalinstoß war, dieser verdammte Siegmeier. Aber ich habe mich extra für dich rausgeputzt. Ich habe mir neue Klamotten gekauft. Sehe ich nicht zum Anbeißen aus. Weißt du, Sieglinde, ich habe langsam das Gefühl, wir sollten uns vielleicht mit anderen Leuten treffen. Denn ich habe das Gefühl, du bist viel zu sehr auf deinen Vater fixiert. Ich meine, er ist jetzt mindestens 3 Minuten her, seit er tot ist.
kannst jetzt auch mal mir ein bisschen Beachtung schenken. Ich will vielleicht auch ein bisschen schöne Komplimente haben. Und hey, Dr. Keyblade hat subscribed. Vielen Dank für die liebliche Subscription. Du sagst nur lieber Vater. Sigeländer, ich werde dich in Erinnerung behalten. Als Waifu Nummer 3. Damit meine ich nicht, dass du die dritte bist, die ich kennengelernt habe, sondern ungefähr auf Platz 3. Platz 1 ist Quelak und Platz 2 ist Gwendolyn. Du bist aber Platz 3. Vertrau mir. Du bist Platz 3. Okay. Ich nutze ihre Traurigkeit und steck deine Pommes rein. Ich weiß nicht. Meine Pommes sind sehr empfindlich tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich das einfach so machen sollte. Okay, fucking Ash Lake. Und, eine fucking Hydra. Das hier ist übrigens der niedrigste Punkt im ganzen Spiel, so ziemlich, wo wir sind. Wie ich schon vorhin angekündigt habe. Was man da ganz oben sieht, über den Wolken, ist tatsächlich Lordran. Das heißt, die ganze Welt. Und das ist, ist das vielleicht, ist das nicht sogar der Baum, durch den, nee, das ist nicht der Baum, durch den, die erste Flamme entdeckt wurde. Beziehungsweise alle von da unten rauskamen, die erste Flamme entdeckt haben. Und wie auch immer. Kämpfe gegen die Hydra. Los, Hydra, mach was. Der Bosskampf ist übrigens absolut schrecklich. Mach was, Hydra. Okay. Okay, ich glaube, ich habe getroffen. Au. Das, ja. Was soll man sagen? Fuck. Sie bricht einfach direkt, durch meine fucking Rüstung. Und hey! Vielen Dank für die liebliche Subscription für den geilen Zehner. Oh Gott, dieser Kampf. Weiß ich, sehr, sehr zu schätzen. Vielen Dank. Oh, fuck, Hydra! Was ist dein Plan als nächstes? Nimm dies und das. Oh, wundervoll. Ein ganzer Treffer. Also, wenn ich mich richtig positioniere, dann kann sie mich gar nicht mehr erwischen. Ah, diese Position zu finden, ist scheinbar gar nicht mal so einfach. Oh, ich weiß halt. Oh Gott. Was machst du jetzt, Hydra? Oh, ich bin nicht bereit für den Kampf. Ich kämpfe doch nie gegen die Hydra. Ich habe doch keine Ahnung, was da die besten Strats gegen sie sind. Ist es sinnvoll, wenn man da an sie rangeht? Wahrscheinlich nicht. Okay, wir haben die Hälfte oder so geschafft. Keine Ahnung. Kann sie mich da erwischen? Sie kann mich da erwischen, wenn ich da stehe. Mir fällt gerade eine Sache auf, die wir noch ändern können. Komm, Hydra, bring mich einfach um. Ich muss was ändern. Ich war noch kein Sub. Ups. Das ist vollkommen okay. Ey, mein, du hast einen geilen Zehner auch schon in die Kaffeekasse geworfen. Das ist auch schon. Das ist auch schon mehr, als man erwarten kann. Insofern. Aber trotzdem vielen Dank. Okay. Ich bin auch gerade gestorben. Aber ich sehe schon, um mich machst du kein so ein Theater. Ich wollte eigentlich Zauber einstimmen und nicht, was auch immer ich da gerade gemacht habe. So. Wisst ihr was, wir machen Eisenfleisch. Wir machen einfach Eisenfleisch. Und dann, was ich auch noch machen sollte, ist, ich hatte noch den verrosteten Ring da drin. Relativ hilfreich wäre wahrscheinlich der Wolfsring. So. Versuchen wir es diesmal mit Eisenfleisch. Ich meine, da sollte mir die Hydra theoretisch nicht allzu viel Schaden machen können. Sie kann übrigens auch von da ganz links nach rechts rüberfliegen. Wisst ihr was? Ich zeige es euch einfach mal, wie die Hydra fliegen kann. Das ist nämlich eine Sache, die... Ich will nicht sagen, dass es komplett bescheuert aussieht, aber... Mein Gott, sieht das bescheuert aus. Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt nicht gelebt, bevor ihr das nicht einmal gesehen habt. Vertraut mir. Und hier liegt ein geiler Drachenstein. Also nicht einfach. Wir sollten die Hydra einfach im Auge behalten. Ich weiß nicht, auf welcher Stelle sie. Oh shit, anfängt loszufliegen. Aber. Ah, nee, sie hat noch angegriffen. Aber ab einem gewissen Punkt geht sie einfach rüber auf die andere Seite, weil wir zu weit von ihr entfernt sind.
Und sie will sich diesen Kampf nicht nehmen lassen. Na, ich recht, Hydra? Was ist der Plan? Willst du meine Einheiten killen, um dir noch einen weiteren Kopf wachsen, jetzt den Kopf wachsen zu lassen? Hm. Da jetzt. Seh euch die Scheiße an. Siehst du gar in der Mitte noch ein bisschen hängen geblieben? Ich meine, fuck, das sah so dämlich aus gerade. Das sah so dumm aus. Wundervoll, und ich bin zu weit von ihr weg. Komm, Hydra. Das ist Eisenfleischman. Eisenfleischman ist bereit, sein Eisenfleisch mit dir zu teilen. Fucking Muschel. Muss das jetzt sein? Oh shit, Kopf Nummer 1 ist weg. Sehr schön. Komm schon, schlag zu, Hydra. Oh shit. Oh Gott. Nö, 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 nö. Okay, ein Treffer. War ein Treffer, war ein guter Treffer, war ein guter Treffer. Lass ich mir nicht nehmen. Ich glaube, ich sollte mir wieder nochmal Eisenfleisch reinziehen. Hat die Hydra die Muschel da gekillt? Hilf doch an! Oh, wundervoll. Hier kann ich... Hier hätte ich theoretisch geile Treffer auspacken, austeilen können. Hab's aber scheinbar nicht hinbekommen. Hm, uncool. Komm, Hydra, schlag zu. Okay. Ich will nicht sagen, dass... Oh Mann, ich bin... Das sind ziemlich glänzende Pommes. Ich will nicht sagen, dass Eisenfleisch hier in dem Kampf nur bedingt nützlich ist, aber... Es ist nur bedingt nützlich. Aber wenigstens kommen wir ziemlich gut voran jetzt aktuell. Das ist auch schon mal etwas. Ich glaube, ich werde nicht zu dir rüberkommen. Ich habe sie unterwegs erwischt! Wundervoll. Man muss übrigens nicht alle Köpfe abschlagen, um die Hydra zu besiegen. Ach, komm schon. Es reicht vollkommen, ihren Lebensbalken leer zu bekommen. Das heißt, man muss nicht mal einen Kopf von ihr abschlagen, tatsächlich. Man kann auch einfach Magie oder so zu ihr rüberfeuern. So, und ich meine, dass du mich jetzt hier gar nicht mehr erwischen kannst, oder? Sehe ich das richtig? Ab dem gewissen Punkt geht nämlich der Kampf in die Richtung, dass, Touché, Hydra. Touché! Du hast mich erwischt. Ab dem gewissen Punkt geht es nämlich in die Richtung, dass sie ja nicht mehr erwischt und, einfach nur noch sehr, sehr nervig wird. Schon. Komm schon! Okay. Okay, wir sind noch einen Schlag vom Sieg entfernt. Au. Und wir sind nur noch einen Herzschlag von Sieglinde entfernt. Das ist die noch bessere Sache. Und hey, das ist die Hydra. Wisst ihr, was eine gute, wisst ihr, was eine ziemlich nervige Sache wäre? Zwei Drachensteine bekommt man dafür. Wenn wir noch eine Hydra bekämpfen müssten. Aber zum Glück ist das eine Sache, die nicht passieren wird. Oh, hey, ein Funkeltitanit. Wundervoll. Du musst für das DLC die andere Hydra auch töten, glaube ich. Ja, das ist das Problem. Ah, die hält nicht ganz so viel aus, glaube ich. Aber trotzdem. Ah ja, aus irgendeinem Grund sind hier übrigens auch diese Muscheln unterwegs. Was, glaube ich, Sinn ergibt, weil das hier so eine Art Strand ist irgendwie. Und das am Boden unter uns ist Asche, falls ihr euch wundert. Ich sehe gerade, Morgi, diese Probleme sind reine Kopfsache. Apropos Kopfsache, seht ihr diesen Schädel hier? Dieser Schädel ist ein Mysterium, das bis zum heutigen Tage noch anhält, denn es wird nie und im Entferntesten irgendein Teil angedeutet oder erklärt, wem dieser Schädel gehört oder was das für eine Kreatur sein könnte. Er liegt einfach nur hier herum und er ist da, um uns zu provozieren. Wir wissen nämlich nicht, wer das ist und es gibt keine Hinweise darauf. Es ist einfach ein riesiger Schädel. Von irgendeinem Wesen, das scheinbar vor sehr, sehr langer Zeit hier mal gelebt hat. Und wir werden nie herausfinden, was dieses Wesen war. Wir werden es einfach nicht herausfinden. Er ist einfach nur da. Naja. Und das ist übrigens auch alles, was es hier im Aschesee soweit zu sehen gibt. Das heißt, ganz hinten gibt es eigentlich theoretisch noch was mitzunehmen. Fuck, da hinten gibt es noch was. Wir haben fast alles gesehen. Naja, wisst ihr was? Bevor wir jetzt zum Ende gehen, nehmen wir noch die restlichen Items mit. Ihr seht, da hinten funkelt was. Da kann noch was mit dem. Und ansonsten haben wir im Großen und Ganzen sogar schon alles geschafft. Hey. Es könnte irgendein Drache oder Dämon sein. Das ist kein Drache. Und es könnte irgendein Dämon sein, ist, das ist keine akzeptable Antwort. Das ist keine akzeptable Antwort. Lass uns den Schädel zusammenschlagen wie Luca Mario gestern. Fuck you, Luca Mario. Er hat's verdient.
Schill gehört jemandem, der verhungert ist. Hätte er nur den Pommespanzer gehabt. Verhungern passiert er den Leuten nicht, wenn sie den Pommespanzer in ihrer Gegend haben. Denn er ist nicht nur köstlich, sondern auch der Retter der Welt. War der Mann der Hydra. Ja, vermutlich. Klingt plausibel. Ich sehe nichts, was er dagegen spricht. Insofern lassen wir das so gelten. Ein Dämon kann es nicht sein. Dämonen gibt es in Dark Souls nicht lange. Ja. Und die treiben sich... Und es würde mich auch wundern, wenn Dämon seinen Weg hier runtergefunden hätte. Die Hexe von Eisenhof hat übrigens die Dämonen erschaffen. Weil sie die erste Flamme nochmal nachbauen wollte und Eis hat nicht so gut funktioniert. Ab da hat sie dann Chaos erschaffen. Also die Chaos-Magie quasi. Und da sind dann alle mutiert. So wurden auch Quilak und ihre Schwestern zu diesen Spinnen und alles. Das ist eine relativ unschöne Situation. Und dann ist Quinn losgezogen mit seinen Schwarzrittern und waren so, oh shit, die Dämonen sollten wir vielleicht ausschalten. Und das war der erste Krieg von Lordran. Oder irgendwie so. Entschuldige mal. Er hat das Gefühl. Vielleicht ein Riese wie Jorm. Nein, die Riesen wie. Die klassischen Riesen, die sind nicht so groß. Die sind nicht so groß wie der Schädel, der da herumliegt. Der ist größer. Sollte ich nicht zu den Baumstämmen darüber gehen können? Muss ich von oben aus eine andere Abzweigung wählen? Nee. Hä? Warte mal. Warte mal. Hier gibt es irgendeinen Weg, den ich gerade. Gesehen habe. Und ich weiß, der Ash Lake ist gerade eine sehr spannende Gegend. Ich weiß es selber, aber wir haben es gleich überstanden. Macht euch keine Sorgen. Wir sind gleich durch. Es gibt ja noch ein paar Drachensteine zu mitnehmen. Das könnte vielleicht in Zukunft relativ interessant werden. Weil es gibt Drachenwaffen, die gar nicht mal komplett schwach sind. Das heißt, apropos, wir werden eine neue Drachenwaffe bekommen. Nee, hier kann ich nicht weiter zur Seite. Okay, was auch immer. Wir gehen weiter. Der Schädel gehört einfach, wenn du es... Was? Der Schädel gehört einfach, wenn du es wissen willst, was damit auf sich hat. Klicke hier. Wenn du uns helfen willst, dann melde dich in diesem Thread Sponge Forum Smitty Verben Jaggerman Jensen. Ups, zu viel kopiert. Ja, ein bisschen. Aber im SpongeBob Forum werden wir ein paar geile Antworten bekommen. Fucking SpongeBob Forum. Gibt's ein SpongeBob Forum? Ich meine, vielleicht wäre ich interessiert daran. Mich mit anderen Leuten in der Mitte ihrer 20er über die Kinderserie zu unterhalten. Aber wahrscheinlich hauptsächlich nicht. Wahrscheinlich sind da lauter Kinder und dann komme ich ins Gefängnis oder so. Weil ich irgendeinen unanständigen Witz gemacht habe. Und Leute es sehr, sehr falsch aufgefasst haben. Oh Gott. Wir halten uns fern vom SpongeBob Forum. Ich sehe da einige Situationen, in der einiges sehr, sehr schief gehen kann. Eigentlich meinte ich, der Schädel gehört Smitty Verben Jaggerman Jensen. Er war die erste Nummer 1. Würde also so gesehen sogar relativ gut hinhauen. Und wir sind ja auch ziemlich weit unten am Wasser. Das heißt, das würde auch auf jeden Fall dafür sprechen. Wann kommt der 24/7 SpongeBob Stream? Wann der kommt, auf YouTube ist alles voll damit. Können wir mal über... Warte mal, ist das Wasser hier höher, als es sein sollte? Nee, ist es nicht. Ah, ist verwirrend. Können wir mal drüber reden, dass Shaba YouTube Streaming aktuell... YouTube-Livestreams sind aktuell, glaube ich, an einem ziemlichen Tiefpunkt. Immer, was ich gesehen habe, Let's Player nutzen das immer, weil sie da... Ich weiß gar nicht, ob die jetzt live überhaupt wirklich aufnehmen. Ob sie einfach nur schon vorher aufgenommene Parts da live laufen lassen. Weil sie dann schon mal direkt mehr Zuschauer irgendwie generieren. Keine Ahnung, es bringt, dann wird das Video von YouTube aus besser gelistet und sowas. Wenn man das gestreamt hat. Das heißt, das machen viele. Und auf der anderen Seite, was ich gesehen habe, gibt es Millionen Streams auf YouTube, wo... YouTube hat auch jede Serie als 24/7-Stream. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Oh, hier war der Weg, den ich vorhin gemeint habe übrigens. Ansonsten gibt es auf YouTube doch nur noch irgendwelche Serien gestreamt. Das ist das, was ich zumindest immer nur sehe. Immer nur 5 Millionen... Du dummer Basilisk. 5 Millionen Family Guy Streams oder was auch immer mit Tausenden von Zuschauern. Und scheinbar ist es YouTube einfach vollkommen egal. Es ist ihnen einfach egal. Ja, was auch immer, da gehe ich nicht runter. Hab keine Lust. Wir gehen direkt weiter. Mit der Gegend will ich mich nicht auseinandersetzen. Waren mir zu viele nervige Gegner tatsächlich. Achtung, Geheimpfad. Basilisk!
Oh fuck, das sind zwei. Okay, wir lassen das mit dem Geheimpfad. Wir gehen einfach weiter. Fuck. Waren die jemals an einem Höhepunkt? YouTube-Streaming? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Vor allem eine Sache, die ich auch gelernt habe bei YouTube-Streaming, ist mit der Sache, man verdient halt nichts mit YouTube-Streams. Das ist halt auch relativ undankbare Sache. Ich meine, sagen wir mal, ich hätte auf YouTube, wenn ich auf YouTube streamen würde, hätte ich eigentlich schon, wahrscheinlich hätte ich einige Zuschauer, 1000 wahrscheinlich immer mindestens oder so. Oh, man könnte meinen, das ist relativ nett, aber tatsächlich, in der YouTube-Welt wäre das, ich glaube, da würde ich dann vielleicht einen Euro oder so mit verdienen, wenn überhaupt, und das halt, das ist halt nicht, das ist kein guter Stundenlohn. Ja, dementsprechend, aus der Perspektive ist YouTube-Streaming absolut schrecklich. Ich weiß gar nicht, ob so Subscriptions, ich glaube, die gibt es inzwischen, es gibt so Cheers irgendwie bei YouTube-Streaming. Haben wir eine Mail vom Netzwerk bekommen, dass das möglich ist. Wo Leute irgendwie, ja, einfach auch so die Cheers machen können, wie hier auf Twitch. Und das war es irgendwie. Und, hey, ich weiß nicht. YouTube-Streaming ist sehr, sehr seltsam. Fühlt sich auch nicht wirklich an wie so ein richtiger Stream, wenn man es sieht immer. Es fühlt sich halt immer noch wie ein YouTube-Video an. Sehr komisch. Das YouTube-Streaming-Interface ist auch so unglaublich hässlich. Ja, es ist das Interface von ganz normalen YouTube-Videos. Ist halt irgendwie nicht so schön. Es gibt noch diese YouTube-VIP, ähnlich einer monatlichen Subscription auf Twitch. Das kann auch sein, dass es das gibt. Ja, verdienst du doch auch nur über die Subs, dass du ja keine Werbung schaltest, oder? Ja, und ich möchte mal anmerken, es ist sehr viel mehr, als es mit Werbung jemals sein könnte, wenn Leute tatsächlich, was ich natürlich sehr zu schätzen weiß, tatsächlich da bereit sind zu subben oder so. Da merkt man wieder, wie wenig Werbeeinnahmen eigentlich im Endeffekt tatsächlich sind. So, und hier haben wir übrigens, haben wir es mit einem lieblichen Drachen zu tun. Ich glaube, das müsste sogar der letzte Drache so ziemlich sein. Doch, der Chat bei YouTube-Streams ist irgendwie total belanglos. Der Chat bei YouTube-Streams ist unglaublich schrecklich. Und dazu kommt noch die Sache, dass die YouTube-Community, vor allem in Deutschland, in der Regel auch sehr, sehr jung ist. Und das ist überhaupt nicht anstrengend. So, überhaupt kein kleines bisschen. Gibt es eigentlich irgendjemanden, der in diesem Drachen-Covenant ist? Es gibt hier Drachen-Covenant. Und hier haben wir es mit einem lieblichen Drachen zu tun. Er ist der immerwährende Drache. Und wenn wir in sein Covenant reingehen, bekommen wir, wisst ihr was, wir gehen da jetzt rein. Dann bekommen wir nämlich einen Drachenstein, wenn ich richtig liege. Und mit dem kann ich mich zu einem Drachen verwandeln. Ja, Drachenkopfstein und Drachenauge. Das ist ein Eid geleistet. Wenn man ihn dann noch mehr von diesen Drachensteinen gibt, welche ich vorhin schon hier gefunden habe in der Gegend, das sind auch die Upgrade-Materialien für Drachenwaffen. Drachenstein hier, wenn man davon ihm, ich habe 7 Stück. Wenn man davon genug gibt, dann kann man auch einen Drachenkörperstein und sowas bekommen. Ah, ich glaube, ich hätte nicht genug und man könnte Drachensteine theoretisch bei den Drakes grinden, aber nee. Außerdem, seht ihr die Scheiße? Der immerwährende Drache hat einen ziemlich flauschigen Schweif, wie ich finde. Er ist sogar so flauschig, dass ich ihn am liebsten einfach mitnehmen würde. Drachengroßschwert. Na, wir haben Drachengroßschwert bekommen. Das Beste daran ist, der immerwährende Drache, er ist ein cooler Typ. Er hat kein Problem damit. Er sagt sich, oh hey, willst du meinen Schweif abschlagen? Ist okay. Tu dir keinen Zwang an, eigentlich nichts gegen. Mach einfach weiter so. Und ja, dann nicht die Großachse des Drachenkönigs, sondern was haben wir jetzt bekommen? Wir haben jetzt das Drachengroßschwert bekommen. 390 Schaden, ein Ultragroßschwert. Welches übrigens, wie viel Stärke braucht man, um es zu führen? 50. Dieses Drachen-Ultra-Großschwert hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem, Gott, wie heißt das, Rauch-Großschwert aus Dark Souls 3. Nur, dass es halt echt nicht so riesig ist. An sich relativ, starke Waffe, aber ich hasse das Moveset von ihr. Ich meine, seht ihr die Scheiße, wie viel Ausdauer es frisst und wie langsam man zuschlägt. Das wird sich auch, wenn man die, Stärke dafür hat, nicht ändern. Das ist eine relativ schreckliche Waffe. Und dann fällt mir ein, dass wir noch die andere Drachenwaffe eigentlich uns auch noch anschauen könnten. Das war die ich vom Klaff-Drachen bekommen habe. Großachse des Drachenkönigs. Macht 10 Schadenspunkte weniger. Wie viel Stärke braucht man für sie? Auch 50. Ja, okay, die Großachse sieht ein bisschen cooler aus. Ist auch ein bisschen schneller vom Moveset her. Ich glaube, die Großachse ist besser.
Aber im Endeffekt sind sie beide gar nicht mal so der heiße Scheiß, weil die machen jetzt 380 Schaden. Man könnte es theoretisch upgraden, aber würden sie, glaube ich, auch nicht so viel... Wie viel stärker würden sie denn werden, wenn man sie upgradet? Wäre mal relativ interessant. Das Problem an Drachenwaffen ist nämlich, dass sie kein Scaling haben. Und ihr seht, mein Ritter Großschwert zum Beispiel hat dank dem Scaling aktuell 490 Schaden. Das heißt 100 mehr als die Drachenwaffe und sie haben gar kein Scaling. Wenn ich sie upgraden würde. Stark würden sie dann... Oh, sie würden ein gutes Stück stärker werden tatsächlich. Ha. Dann weiß ich nicht, was ich machen will. Wir haben eh nicht genug Stärke dafür. Dementsprechend ist sowieso komplett irrelevant. Aber wisst ihr, was wir machen können, wenn wir schon mal hier sind? Wir könnten direkt unseren lieblichen Schwarzritter-Großschild noch ein bisschen upgraden. Ja, yeah, seht euch die Haltung an. Haltung von 74. Verdammte Scheiße. 74! Das ist eine Menge Haltung. Aber gut, das war übrigens alles, was hier unten zu erledigen gibt für uns. Es ist eine sehr langweilige Gegend hier unten. Und wir haben die Sieglinde-Quest abgeschlossen. Hurra! Das bedeutet, wir können direkt hochgehen und dann in die fucking Katakomben, weil hier ein Gebiet sind, welches ohne eine Divine-Waffe für mich natürlich unglaublich angenehm zu machen ist. Wobei, es gibt noch eine andere Sache, die wir theoretisch erledigen könnten. Die ist mir heute eingefallen, dass wir das gar nicht gemacht haben. Ich glaube, das will ich nicht machen. Und zwar könnten wir nochmal nach Neulondo gehen. Und ihr wisst ja, dass da der Typ auf dem Dach war, der uns den Schlüssel gegeben hat. Sorry, Fool. You could not be the chosen one. Enough. I shall slumber until I am awakened again. Und er ist weg. Er ist nicht begeistert davon, dass ich mich Körpern geschlossen habe. Das heißt, er ist ein bisschen. Nee, nee, du bist nicht der Auserwählte. Er ist ein bisschen zickig deswegen. So ein ganz kleines bisschen zickig. Auf jeden Fall, wir könnten noch Neulondo und den einen Typen, der auf dem Dach stand, theoretisch nochmal anquatschen. Und wenn wir ihn nochmal anquatschen würden, dann würde er zu Feuerbandschrein kommen. Aber ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, nochmal durch die Geisterwälder zu gehen. Deswegen werden wir es einfach nicht machen. Euphoria Soul! Ja, der Typ war auf jeden Fall nicht begeistert von mir. Das passiert, wenn du vorher nicht mit ihm redest. Nee. Achso, ja, ich wollte ja vorher auch ganz bewusst nicht mit ihm reden. Alter fucking Skelett. Das ist dahin gegangen und da ist jetzt Zweihänder. Die geile Base Cannon haben wir bekommen. Ich wollte auch nicht mit ihm reden, ich habe mit Kav geredet. Mit dem anderen Schlangentypen. Welcher sehr viel exklusiver ist dementsprechend. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Und können wir mal drüber reden, dass ich jetzt aktuell dem Skelett gerade, vor allem dem Großen, dass ich ihm lächerlich viel Schaden gemacht habe. Dann war das ein fucking One-Hit. Ja, das ist ein One-Hit. Das ist ziemlich stark. Flügelsperr ist tatsächlich auch eine relativ gute Startwaffe. Welche man hier extrem schnell über den Friedhof erreichen kann. Der Zweihänder ist für manche sicher auch eine gute Startwaffe, aber ey, ich hasse ihn. Ich hasse das Move-Set vom Zweihänder, er ist so fucking langsam. Geiler Zweihänder-Run, nein. Nein, wir machen keinen Zweihänder-Run. Ich habe meinen Drachen... Ne, mein Schwarzritter-Großschwert. Es ist besser. Ich habe sogar zwei Stück davon. Außerdem hat mein Drachentöter-Schwert... Nicht Drachentöter. Fuck, das ist das ganz große, das Drachentöter-Schwert aus irgendeinem Grund auf Deutsch heißt. Mein Schwarzritter-Schwert hat außerdem eine geile Pommes-Textur. Und ich lasse mir doch meine Pommes-Waffe hier nicht nehmen. Ich habe sehr kräftige Pommes. So, und jetzt, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt das Licht nicht angelassen. Beziehungsweise, ich hoffe, ihr habt das Licht angelassen, denn es könnte jetzt ein bisschen beängstigend werden. Eventuell sind hier Skelette unterwegs. Ich habe dem einen Skelett gerade den Arschtritt gegeben. Das heißt, wenn ihr vielleicht Angst vor Skeletten habt, wenn ihr dafür sehr anfällig seid, dann ja, passt auf euch auf. Ich kann für nichts garantieren. Ich weiß, dass hier noch mehr kommen werden. Apropos, Tatsache, dass diese Skelette hier aktuell alle immer wieder aufstehen, ist absolut schrecklich für mich. Das ist nämlich das Problem an den Katakomben hier. Das ist der Typ. Und immer wenn so einer in der Gegend ist, dann kann er die Skelette wiederbeleben. So ein Todbeschwörer quasi. Und das kann sehr anstrengend werden. Weil die Sache auch sehr angenehm werden kann, wenn man eine Divine-Waffe hat. Wie heißt Divine-Waffe nochmal auf Deutsch? Heilige? Ich habe keine Ahnung. Wenn man so eine hat, mit der Glut, die man nach dem Mondlichtschmetterling bekommt, denn damit, wenn man damit dann ein Skelett killt, wird es danach nicht mehr wieder aufstehen.
Und das ist eine relativ angenehme Sache. Aber so wie es jetzt aktuell ist, könnte es relativ nervig werden. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich der legendäre Pommespanzer und ich behaupte mal, dass die Gegner nicht allzu viel gegen mich ausrichten können. Das heißt, das könnte dann doch relativ angenehm werden. Außerdem treffen wir einen der besten Dark Souls NPCs überhaupt. Und wir wollen sehr stark darauf Acht geben, dass wir in diesmal, dass wir nicht sagen werden, dass wir ein Kleriker sind. Denn davon ist er absolut... Divine ist göttlich. Ah, okay. Denn der Typ ist absolut kein Fan von Klerikern. Und wir wollen ihn sehr, sehr gerne im Feuerbandschrein haben. Ich will sogar fast sagen, lieber als alle anderen. Ach, fuck. Das was vergessen jetzt auch wieder so ein... Oh, so ein fucking Beschwörer. Übrigens... Als ich diese Gegend hier zum ersten Mal gemacht habe, hatte ich damals eine Divine Axt. Das heißt, diese Gegend war für mich beim ersten Mal gar nicht mal so schlimm wie für alle anderen. Ey, ich wusste da, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, wusste ich gar nicht, was die anderen daran so schlimm finden. Weil ich mir dachte, das ist jetzt nicht so wild. Ich meine, es war ein bisschen scheiße für mich, weil ich ein bisschen unterlevelt war für die Skelette und die ein bisschen stark für mich waren. Aber ansonsten, ich habe nicht das große Problem gesehen. Und ich dachte, diese Beschwörertypen wären nur da, damit sie nun wieder Feuerbälle abfeuern. Aber mein Gott, lag ich falsch. Geh mal weg. Mein Gott, lag ich falsch. Diese Gegend kann sehr, sehr anstrengend werden. Der Falkenschnabel. Er lernt aus seinen Fehlern sehr gut. Hä, aus welchen Fehlern habe ich gelernt? Meinst du, als ich weil letztes Mal in der Gegend war und einfach überall durchgerannt bin und dann gestorben bin? Das ist nicht der Run dafür. Das ist der Pommespanzer-Run. Und Pommespanzer-Run bedeutet, dass man ziemlich, ziemlich langsam unterwegs ist. Beziehungsweise, dass wir... Nein, nicht unbedingt, dass wir langsam unterwegs... Es bedeutet, dass wir langsam unterwegs sind. Aber es bedeutet auch, dass wir uns die Gegend ein bisschen anschauen. Oh, wobei ich gar keine Lust habe, mir diese Gegend hier genauer anzuschauen. Es gibt so viele Wege. Das ist an sich eigentlich bis auf die Tatsache, dass es diese verdammten Beschwörer gibt, die Skelette immer wieder neu aufstehen lassen. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Gegend. Vom reinen Design her, weil es sehr, sehr viele Wege gibt, die man entlang gehen kann. Und sehr viele Shortcuts. Das ist eigentlich an sich relativ cool. Aber auch relativ nervig. Schwer zu sagen, was ich davon halte. Und hier haben wir eine Fachbrücke, über die ich nicht rüber kann. Unangenehm. Und hier haben wir Köpfe. Welche mir damals bei meinem ersten Run unglaublich viel Angst gemacht haben. Weil ich dachte... Von denen, die kommen quasi jedes Mal, auch wenn sie gestorben sind, nochmal neu wieder. Und jagen sich dann wieder in die Luft. Das heißt, ich war die ganze Zeit auf der Hut, dass sie, weil ich dachte, sie könnten irgendwo sein und die haben mich damals auch gewonnen hättet. Und ja, die waren scheiß beängstigend für mich, kann man einfach sagen im Endeffekt. Sie waren scheiß beängstigend für mich. Wobei die auch relativ nett sind, weil sie Gegner auch mit die Luft sprengen können. Also Skelette. Ja, aber trotzdem. Nee, kein Fan. So, und hier haben wir noch weiteren Schalter. Welche übrigens immer irgendwelche Schalteraktivitäten erledigen, wie zum Beispiel die Brücke umdrehen. Und ihr werdet alle, ihr steht alle wieder neu auf. Das gefällt mir überhaupt nicht. Es gibt hier noch ein paar Dinge zu sehen. Patches ist nicht... Warum ist Patches nicht da drüben? Skelette können einen übrigens auch parieren. Shit. Ach Gott, geht weg, ihr Skelette. Es gibt noch eine Sache, die ich euch hier gerne... Patches müsste eigentlich da drüben sein. Fuck, es gibt doch sonst noch eine Sache, die ich euch gerne zeigen würde. Und das ist... Ach, der fuck Skelette. Lass mich mal bitte in Ruhe. Mein Gott, hör auf zu nerven. Wenn wir da durchschauen, sehen wir ein Bonfire. Und das halte ich für ein wundervolles kleines Detail. Denn das Bonfire hier in der Gegend ist hinter einer versteckten Wand versteckt. Das heißt... Man findet es gar nicht mal so leicht. Ich habe es durch Zufall gefunden, aber auch nicht beim ersten Mal. Ist auch tatsächlich gar nicht mal so sinnvoll, das Bonfire hier. Ist gar nicht so hilfreich. Aber hey, es ist da. Das ist relativ gut versteckt. Und das war ein kleiner Hinweis, wo man es finden kann. Geht mir bitte alle nicht auf den Sack jetzt mal, okay? Oh, ihr seid so fucking nervig. Und du haltet dich erst recht zurück, okay? So, wundervoll. Jetzt kann ich auch wieder gegen Skelette kämpfen. Gott, diese Gegend hier ist so schrecklich. Ich weiß nicht mal, wie, wenn man keine Divine-Waffe hat, dann... Oh, Blutverlust. Fucking Bleed Damage. Dann weiß ich halt auch nicht, wie man die Gegner am besten ausschalten soll überhaupt. Weil die immer wieder, wiederbelebt werden können. Allerdings. Krummsäbel. Yay. Allerdings gibt es hier einen geilen Shortcut, den man nehmen kann. Beziehungsweise man kann da runterhüpfen.
Dann kann man nochmal runterhüpfen. Und so kann man theoretisch schon ziemlich, ziemlich schnell komplett an das Ende von der Gegend hier kommen. Und hier ist jetzt der Teil, ab welchem das Ganze ein Stück weit verwinkelt wird. Denn jetzt sind wir hier im Inneren. Und hier gibt es sehr viele Wege, die man entlang gehen kann, theoretisch. Au. Fällt gerade auf, dass wir noch gar nicht beim Bonfire waren. Oh, so viele Wege! So viele verdammte Wege! Ich habe überhaupt keine Lust, alle zu gehen, aber wir werden das hinbekommen. Es gibt hier theoretisch... Oh Gott, hier ist wieder irgendwo so ein fucking Beschwörer. Es gibt hier theoretisch, nämlich... Da ist übrigens eine Wand, für die wir einen Schalter aktivieren müssen, um durchzukommen. Es gibt hier theoretisch auch relativ interessante Waffen zu finden. Je nachdem, was denn die eigenen Vorlieben sind. Ich meine, es gibt hier die Great Axe zu finden. Die geile mit Great Axe meine ich die Großsense. Ich weiß nicht, warum ich Axe gesagt habe. Wir gehen einfach mal da runter. Geh weg, Skelett. Ich sehe euch. Es gibt hier die Großsense zu finden. Und die ist eigentlich generell eine relativ interessante Waffe. Und ansonsten, gibt es ja ansonsten noch irgendwas Interessantes zu finden? Ich überlege gerade. Ich glaube, das war es tatsächlich schon mit den interessanten Waffen. Es sind gar nicht mal so viele. War ein falscher Alarm. Und hier müsste eigentlich Patches sein. Ich weiß nicht ganz, warum er nicht hier ist. Das ist ein bisschen verwirrend. Eklige Ofenpommes esse ich nur mit Chili. So schlimm sind Ofenpommes auch nicht. Sind aber auf jeden Fall relativ trocken. Hör auf, ich zu parieren, du Ofenscheiße. Hey Morgi, wie sieht's gerade mit der Golem-Axt aus? Oh, das ist eine gute Frage. Nicht sonderlich gut, tatsächlich. Und, oh, ich hätte genug Stärke für die Golem-Axt. Wir müssen uns die Golem-Axt demnächst mal holen. Hier ist übrigens die versteckte Wand, falls ihr euch wundert. Und hier ist das versteckte Bonfire, von dem die meisten Leute nie erfahren, dass es existiert. Das ist, glaube ich, wirklich eins der Bonfire, von dem die wenigsten Leute wissen. Aber hey, wir wissen davon. Aber wir verraten es niemandem. Welche Fürstenseele fehlt eigentlich noch? Die, welche ich gerade mache, die von Nito. Ansonsten haben wir alle mitgenommen. Übrigens, ich hasse diese Statuen, aus denen diese Stacheln hier rauskommen. Kein großer Fan davon. So, noch eine Seele fehlt und dann wird es soweit geschafft. Dann können wir theoretisch ins DLC rübergehen. Und mit theoretisch, manche werden dann ins DLC rübergehen. So, fuck, ich weiß jetzt nicht, welcher ein offizieller Weg, den ich entlang gehen... Oh. Haben offiziellen Weg gefunden, den ich entlang gehen kann und sollte. Ups. Wir haben das umgedreht und ich kann jetzt einfach hier rüber zur Nebeltür gehen. Oh, das führt mich hier hin. Ach, ja. Yeah. Fällt mir ein, wir können tatsächlich noch Nitros Covenant aufsuchen. Ich meine, ich war da noch nie drin. Bekomme ich da nicht dann sogar Nitros Grabhüterschwert? Was übrigens auch eine ziemlich beliebte Speedrun-Waffe ist, so gesehen. Denn Nitros, na fuck, mir fällt gerade auf, ich habe die Großsense gar nicht mitgenommen. Und eine geile Soft Humanity. Nitros Grabhüterschwert kann man nämlich relativ einfach bekommen hier. Oh Gott, der Kopf schwebt einfach da unten. Nein, da ist ein fliegender Kopf! Oh, ihr seid alle schrecklich. Wisst ihr, was leckt mich? Nein. Kopf! Spreng nicht in die Luft. Oh, Skelette sind keine Fans von diesen Köpfen. Wusstet ihr das? Ja, shit, sie werden wiederbelebt. Okay, wir gehen einfach weiter. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Wobei, ich glaube, hier unten sollte sie nicht mehr wiederbelebt werden können. Wie weit könnt ihr mich überhaupt verfolgen? Und hör auf zu rollen. Fucking Skelett. Und du da drüben, ich sehe dich. Mein dich, ich sehe dich. Ja, fuck. Sie werden wiederbelebt. Ich mag die Gegend hier nicht. Können wir mal darüber reden? Ich bin kein Fan davon. Beeilen wir uns einfach ein bisschen. Ich habe echt keine Lust, mich... ich habe keine Lust. Es ist schrecklich. Es ist sehr, sehr nervig. Und da haben wir übrigens einen geilen Titanit-Dämon wieder mal. Also die Frage ist jetzt nur... Pass auf, Bohnenstange. Ja. Sehe schon eine richtige Bohnenstange. Versuch's mit Distanzkampf. Ach, hier war das, oder? Ja,
Nee, oder? Doch, hier. Der Sarg ist offen. Wenn wir uns da reinlegen, schlafen wir erstmal eine Runde. Das ist ja ziemlich angenehm. Das ist auch so eine Sache, die ich glaube, ich selber nie herausgefunden hätte, dass man da in den Sarg rein kann. Ich meine, nee, als ob man an jedem Sarg so genau vorbeiläuft, dass man es überhaupt bemerken würde. Ich glaube, die Gegend mag niemand wirklich. Ja, ein Nickerchen im Sarg. Muss ich hier... passiert hier noch was? Muss ich irgendwas Besonderes machen, damit ich geworbt werde? Oder ist es dafür inzwischen schon zu spät und ich kann nicht mehr geworbt werden? Kann das sein? Was bringt das jetzt? Eigentlich sollte ich in eine andere Gegend geworbt werden damit, aber... ganz offensichtlich hat das nicht in dem Ausmaß funktioniert, wie wir uns das gewünscht hätten. Okay, Titanit-Dämon. Warum habe ich nicht Eisenfleisch verwendet? Das hätte sehr viel einfacher gemacht in diesem Kampf. Oh, der Schaden, Leute! Oh, der Schaden. Yeah! Ich muss einfach super lange warten. Ugh. Dämonen Titanit. Und da hinten bekommen wir ein paar liebliche Bossen-Augäpfel, wenn ich richtig liege. Auge des Todes. Yay, ich weiß nicht, was Auge des Todes macht, ehrlich gesagt. Du musst warten. Och, komm schon, wirklich. Muss man so lange warten. Hüpf rein, mein Freund, hüpf rein. Dann warten wir. Dann warten wir. Gibt es eigentlich Leute, die keine McDonald's-Pommes gibt? Du meinst wohl mögen, würde mich wundern. McDonald's-Pommes sind halt echt nicht so gut. Die sind halt eine sehr mittelmäßige Sache. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die die nicht mögen, weil sie sind halt echt nicht so gut. Oh shit, wir haben es geschafft. Wir liegen lang genug hier herum. Und er schläft einfach ein. Ja. Warum nicht? Man legt sich ja immer in so einen Sarg rein und dann schläft man einfach. Das ist die spannende Action, für die ich da bin. Ja. Yeah. Schöne Grüße vom Malefic Explorer Stream. Schöne Grüße zurück, vermute ich. Das ist eine sehr seltsame Aussage. Okay, liebe Leute. Pflegt euch den Ort, an dem wir jetzt sind, gut ein. Wir sind im Grabmal der Riesen. Kann man hier erst das Flakon reinziehen. Jetzt können wir rüber zu Nito. Dem Ersten der Toten. Das war die Pommes-Panzer-Ego-Perspektive. Steht nicht am Boden. Geschafft. Gelobt sei die Sonne. Ich sehe da keine Sonne. Aber ja, was auch immer. So, und hier haben wir fucking Nito. Der Typ, welcher auch gleichzeitig später unser Boss wird. Da oben ist er einfach drin und wir können Eid bei ihm leisten. Was ich übrigens bisher noch nie gemacht habe. Und wir bekommen das Schwert des Grabfürsten. Oh, und wir bekommen das Wunder von ihm tatsächlich auch noch. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Und ich glaube, das ist das dümmste Covenant, das es im ganzen Spiel gibt. Denn wenn ich mich richtig erinnere, war das ein Covenant, für das man im New Game Plus sein muss, damit man damit irgendwie jemanden waden kann oder so, weswegen es von niemand genutzt wurde. Aber ja, so viel dazu. Da war Nito gerade und er hat uns ein Schwert gegeben. Das heißt, wir können wieder zurückgehen. Kann man den da irgendwie töten? Da, wo wir gerade waren, kann man ihn nicht töten. Angriffe gehen einfach durch ihn durch. Das ist ein ziemlicher Nachteil, wenn man am Handy einen Stream schauen muss, weil der PC gerade nicht will. Ich habe mir vorgestellt, dass das in sehr vielen Hinsichten ein großer Nachteil sein wird. Das ist ein Covenant. Das ist quasi so eine Art, ja, ein Eid. Das ist keine gute Erklärung. Es ist, keine Ahnung, so eine Gruppe, der man beitreten kann, quasi dem Spiel. Das ist eigentlich alles relativ irrelevant für uns. So, wir können uns aber eigentlich mal das Schwert von Nito anschauen. Schwert des Grabesfürsten. 265 Schaden. Dieses Schwert wird nur von den Dienern des Grabesfürsten Nito, dem Ersten der Toten, verwendet. Wurde aus den Knochen der Gefallenen hergestellt. Das Schwert entströmt das Miasma des Todes, ein starkes, lebensgefährliches Toxin. Oh, es macht Giftschaden. Ja, seht euch das Schwert an. Es sieht ziemlich cool aus.
Oh, großer Gott, mich gerade. Großer Gott! Großer Gott, Support den Pilz hat mit 25 Euro subscribed. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich sehe, worauf der Name hinausläuft. Verdammte Scheiße. 25 Euro Sub. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist... Vielen Dank. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich bin nicht gut darin, Dankbarkeit auszudrücken. Aber vielen Dank. Warst sehr beeindruckt von Nitos Graf-Fürst-Schwert, oder? Ich war auch ziemlich beeindruckt. Ich würde mich übrigens gerne zu einem Drachen verwandeln. Das Problem ist aktuell, dafür müsste ich meine Rüstung ablegen. Und das ist eine Option, die für mich aktuell leider absolut nicht in Frage kommt. Oder war es die Pommes-Panzerrüstung, die ich... Es war die Pommes-Panzerrüstung, die dich überzeugt hat. Erzähl mir nichts. Sie würde jeden überzeugen. So. Ah, mir fällt gerade ein, wir hätten eigentlich noch zum Schmied theoretisch gehen können, denn... Oh, hey Jungs. Das ist die Sache hier. Es gibt ja einen Schmied tatsächlich hier unten in den Katakomben. Das Problem ist... Kommst du wieder runter, Alter? Kommst du runter? Das Problem ist, der Schmied ist nur ziemlich gut versteckt. Wir werden ihn vielleicht... ein anderes Mal aufsuchen, seien wir realistisch. Ihr werdet wiederbelebt, das ist schrecklich. Ein wahrer VIP. Ja, vor allem, was sich am meisten wundert, wir haben jetzt tatsächlich schon 225 Euro Subs, das ist... Fuck. Ich glaube, ich sollte mir vielleicht... Oh, du fucking Schwarzritter. Ich glaube, ich sollte mir dafür bessere Emotes oder so überlegen. Und auch insgesamt mal einen Sound dafür machen, falls jemals noch einer kommt. Ich habe nämlich nicht damit gerechnet, dass wir überhaupt einen zusammenbekommen werden. Deswegen habe ich nicht mal bei meinem... Bei Tippi, das Ding, ins welches im Stream dann immer die Subs und sowas anzeigt. Shit, ich hätte hier nicht runterspringen dürfen. Deswegen habe ich ja nicht mal... Auf wie zu parieren. Deswegen habe ich ja nicht mal eingestellt, dass man da überhaupt... überhaupt was kommt bei den 25 Euro Subs. Weil ich nicht mal dachte, dass überhaupt ein zusammenkommt. Deswegen war da dieses... Family Guy GIF oder was auch immer. Kannst du mal das Wunder zeigen? Wenn ich bei nächsten Bonfire bin. Wenn ich dran denke, es einzustimmen, dann ja. So, und das ist übrigens gerade eine absolut schreckliche Situation. Denn wir haben wieder liebliche Skeletträder. Was nicht optimal ist. Ich denke, ihr seid mit denen... Ah, fuck. Schon vertraut aus der... Oh nein. Aus der Painted World, wo wir sie schon bekämpft haben. Nur mit dem Unterschied, dass hier alles voll ist mit den Skeletträdern. Wisst ihr was? Es ist wie in der Painted World. Och, ernsthaft? Ihr werdet... Nee, sie drehen nur weiter. Warum drehen die sich weiter? Ich dachte gerade, die stehen wieder auf, aber ganz offensichtlich nicht. Wundervoll. So, und hier haben wir noch ein paar. Eine Sache, die ich hier unglaublich gerne mal hätte, das hatte ich nämlich bisher noch nie, das ist, ich weiß gar nicht, wie hoch dafür die Drop-Chance ist, aber man kann auch ein Schild von den Skeletträdern bekommen. Da hat man einfach so dieses Rad als Schild. Und damit kann man auch angreifen. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Das würde ich ganz gerne irgendwann mal bekommen. Aber... Ich habe keine Ahnung, wie hoch die Drop-Chance ist und ich habe es noch nie bekommen. Eines schönen Tages werde ich es bekommen. Wobei das aktuell eh noch nicht so interessant für mich ist. Es wäre dann interessant, wenn man Move-Swapping drauf hat. Dann kann man damit coole Dinge machen, aber so aktuell wäre es sowieso relativ für den Arsch. Und hört ihr das? Da ist ein Schmied. Habe ich gerade den Schmied gehauen? Nee, der sollte hier doch nicht sein. Was zum Fick war das? Ich glaube, was ich gerade gekillt habe, ist, ist das der Beschwörer? Nee, es ist nicht der Schmied. Der Schmied hämmert noch weiter. Der Boss, der jetzt kommt, ist tatsächlich... Er gilt in der Community als... Hä? Nee, ist der... Wäre noch wiederbelebt. Der Boss, der jetzt kommt, ist tatsächlich gar nicht mal so einfach. Er gilt in der Community als relativ schwer. Und es gibt viele Dinge, die man falsch machen kann bei ihm tatsächlich. Das heißt, eventuell... Es wäre wahrscheinlich die Überlegung wert, dass ich vielleicht jemanden summonen sollte hier in der Gegend. Denn... Ich meine sogar Iron Tarkus, den man hier summonen kann. Der Boss ist einfach... Er hat seine Tücken. Ich würde nicht sagen, dass der schwerste Boss im Spiel ist, aber... Er spielt mit oben mit. Ihr werdet sehen, was ich meine. Und designtechnisch ist er ziemlich, ziemlich cool. Schaut euch das Video an. Ich liebe das Video.
Ich meine, er hat wirklich eine sehr beängstigende Atmosphäre. Vielleicht sollte ich den Mund halten. Oh shit. Es gibt auch ein gewisses Item, das wir von ihm gedroppt bekommen haben wollen. Gott, er hat Dead fucking Maske. Das ist ziemlich bescheuert. Au. Und ihr seht, obwohl ich einfach nur herumstehe, hat er mir fast die Hälfte meiner Leben abgezogen. Und ja, und es hat 3 Schläge gebraucht, um ihn zu killen. Es kann durchaus einiges schief gehen bei diesem Bosskampf. Und Gerüchten zufolge, das aber ist bisher noch ein Gerücht. Ich weiß noch nicht, da würde ich gern von From Software offiziell Statistiken sehen, aber man erzählt sich, dass es Spieler gibt, die tatsächlich schon mal gegen ihn gestorben sind. Aber mir fällt es aktuell noch schwer, das zu glauben tatsächlich. Aber so besagen es die Gerüchte. So besagen es die Gerüchte. Und wir haben die Sohnmaske bekommen. Fuck. Als ob er ihn gefirst-tried hat. Ja, weiß auch nicht. Es war relativ glücklich tatsächlich. Liegt aber, denke ich, an meinen Pommespanzer-Bild, mit dem er mich aus irgendeinem Grund nicht one-hittet. Ah, shit. Apropos Pommespanzer-Bild, es tut mir leid. Wir müssen den Helm absetzen. Ich habe keine Lust, hier durch die Dunkelheit zu laufen. Die Legende besagt, der Kampf kann länger als 15 Sekunden gehen. Zumindest sagt der Soundtrack das. Der Soundtrack ist halt tatsächlich von dem Kampf ziemlich, ziemlich cool. Und ich möchte auch kurz das anmerken. Erinnert mich noch an den riesigen Schädel unten bei Ash Lake. Weil ich einfach so dieser riesige Kopf war und ich gesagt habe, man weiß nicht ganz, woher der kommt. Und was das für ein Fuckfisch ist und was damit auf sich hat. Da, wir sind im Grabmal der Riesen. Hier sehen wir auch Schädel, aber das sind Schädel von Riesen, okay? Und ihr seht, dass sie sehr, 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 sehr viel kleiner sind als der Schädel, den wir da unten gesehen haben. Dementsprechend möchte ich einfach mal sagen, das, was unten bei Ash Lake war, das war kein Riese. Das war einfach, ich habe keine Ahnung, es war irgendwas. Es war eine fucking riesige Kreatur. Niemand hält Stand gegen den Pommespanzer, ja. Das ist im Endeffekt das, was bei dem Kampf gegen Pinwheel gerade passiert ist. Pommespanzer ist einfach zu stark. Da liegen Items. So. Und wir sehen wieder meine Lieblingsgegend. Übrigens, kleiner Fun-Fact. Es hatte sich bei mir schon, als ich zum letzten Mal hier war, da habe ich einen Run gemacht, habe ich ein bisschen, eigentlich ein paar Tricks verwendet, um ein bisschen was von dem Gebiet zu skippen. Und da hat es sich ergeben, dass ich dann, dass ich nicht mehr zurückgehen konnte, wegen der einen Brücke, welche vor der Nebeltür vorhin war, weil ich die nicht umgedreht hatte. Das heißt, ich hatte dann mein Spiel quasi, mein Run soweit kaputt gemacht, weil ich nicht mehr zurück konnte. Beziehungsweise vielleicht hätte es einen Weg gegeben, aber ich wüsste nicht wie und ja. Aber war ziemlich ärgerlich. Da habe ich es einfach gelassen. Und liebe Leute, wenn wir schon dabei sind, dieses Gebiet hier ist übrigens absolut schrecklich. Und wenn man den Helm nicht dabei hat, seht ihr, wie viel man sieht. Es kann sehr viel schief gehen hier in der Gegend. Ich habe auch schon Geschichten gehört von Leuten, die das Spiel, wenn sie zum ersten Mal gespielt haben, in diese Gegend hier gelaufen sind. Und dann sich hier durch das Dunkle irgendwie durchgetastet haben. Aus irgendeinem Grund wirklich so weit gekommen sind, wie man nur kommen kann. Und dann kam der gelbe Nebel, welchen man nur dann wegschaffen kann, wenn man die Lord-Wessel hat. Das heißt, ab da kamen sie nicht mehr weiter. Das muss relativ deprimierend gewesen sein. Kannst doch die Laterne nehmen. Das stimmt, so habe ich es beim ersten Mal tatsächlich gemacht mit der Laterne. Ich glaube, wir haben gar keine Laterne. Hallo, Patches. Good day. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? Nein, willst du mich beleidigen, als sehe ich aus wie Kleriker? No? Really? Then I'd have no qualms telling you. There's a fine stash of treasure right down that hole. I found it first, but, well, we're friends now. So I'll split it with you. In any case, have a look. It'll shimmer you blind. Weißt du was, trusty old Patches? Du machst den Eindruck wie ein Mann, dem ich vertrauen kann. There. That hole. Take a closer look. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Er hat mir einen guten Schatz versprochen. Das Traurigste ist, als ich zum ersten Mal an der Stelle war, ich habe ihm geglaubt. Ich dachte, er zeigt mir den wirklichen coolen Schatz und dann passiert das. Und dann passiert das und man denkt sich, du Haufen Scheiße.
The trinkets I'll be stripping off your corpse, that's the real treasure. Leck mich, Patches! Fucking Patches. Aber wir können die lieblichen Schätze hier mitnehmen. Ab hier ist übrigens der Ort, was ich auch ganz nett finde. Hier findet man die Schädellaterne immer. Das bedeutet, wenn man die Sonnenlichtmade nicht gefunden hat aus irgendwelchen Gründen und die und keine Schädellaterne gedroppt bekommen hat, kann man hier eine finden und damit kann man dann auch alles beleuchten. Wobei die Schädellaterne, wie ich gerade sehe, eigentlich sogar fast ein Stück weit... Ne, sie ist nicht besser als das Teil zum Aufsetzen, aber die Sache ist, sie funktioniert wie ein Schild. Das heißt, man kann sie schlecht gleichzeitig hochhalten und kämpfen. Deswegen ist es eigentlich ganz nett, dass wenn man sie hochhält, dass dann auch diese leuchtenden Teile an den Wänden immer dann anfangen, für kurze Zeit noch weiter zu leuchten, wenn man sich damit noch ein bisschen orientieren kann. Das ist ein ganz nettes Detail. Wie auch immer. Legen wir die Schädellaterne weg. Wir haben keinen Bedarf an dem Schwachsinn. Und seht ihr, leuchtenden Teile mit der Sonnenlichtmade, da fangen sie nicht an zu leuchten. So. Ah, shit. Ich wollte eigentlich mein Schild hochhalten. Na gut, was auch immer. Machen wir es eben so. Oh. Oh. Kann es sein, dass ich die Sidequest von der einen, Oh, shit. Wisst ihr, was das hier ist? Wisst ihr, was die beiden Typen sind? Wenn ihr sie seht, werdet ihr es euch vermutlich schon denken. Aber die beiden sind verdammte Kleriker. Um genau zu sein, sind sie Freunde von dem, Fick dich. Sind sie Freunde von dem einen Fettdaufen Scheiße, der am Feuerbandschrein herumsteht. Und die sind hier unten einfach hollow gegangen. Die sind mit ihrer, mit der einen Lady heruntergegangen, welche hier sitzt. Hallo! Die haben wir tatsächlich gar nicht angequatscht, aber wir haben sie gar nicht angequatscht. Das heißt, was auch immer. You banished those two hollows, did you? It pains me to think of the trouble my failings have caused. I'm certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. Here, these belonged to them. You deserve them more than I. Das Wunder der Auffrischung. I'm certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. Vince und Nico sind auf Scheiße. Ich mag sie nicht. Da meine ich die Kleriker von gerade eben. Patches ist Quinns Firstborn. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir durchaus in Betracht ziehen könnten. Ich meine, man kann drüber nachdenken. Es gibt ein paar Punkte, die dafür sprechen. Zum Beispiel die Tatsache, dass ich durchaus verstehen könnte, warum man jemand wie Patches verbannt, ehrlich gesagt. Das heißt, das ist Punkt Nummer 1, der dafür spricht. Der Weiße Pfad ist das Covenant für jeden, der keinen guten Covenant möchten. Ist bei dem Weißen Pfad nicht so, dass man da kaum invaded wird? Ich erinnere mich nämlich noch daran, dass als ich damals mit Dark Souls angefangen habe, habe ich so, ich glaube, 2-3 Videos gesehen, die irgendwie so, das war so Anfänger-Tipps für Dark Souls. So, was übrigens sehr empfehlenswert ist, wenn ihr mit anfängt, Dark Souls 1 zu spielen, dass man sich da die Videos anschaut, weil da werden ein paar relativ hilfreiche Dinge erklärt. Und da hat jemand erklärt, wenn man in das Covenant reingeht, dass das sehr, sehr hilfreich ist, weil man da scheinbar so gut wie nie invaded wird. Und damals dachte ich mir dann, Alter, das ist der heiße Scheiß. Heutzutage denke ich mir, als ob man in dieses fucking Covenant gehen will. Bewahr doch ein bisschen Würde. Und da haben wir ein liebliches, liebliches Bonfire. Apropos Bonfire. Patches! Soll die Scheiße! Oh, you. I... Well, let's just calm down. Talk about things. I did you wrong, but I didn't mean it. These temptations, they can, well, overcome me. You know what I mean, don't you? Please, forgive me. You ja, and manchmal me, kann die Versuchung sehr stark sein. Beim Weißen Pfad hast du eine höhere Chance, Spieler für Co-op-Play zu finden. Oh. Ich verzeihe dir, Patches. Oh, brilliant. A second chance. Wonderful. I had a feeling you'd understand. I did. But, if I were in your shoes... Ooh. Who knows what I'd have done. But now we're friends again. Eh? So vertrauenswürdig dieser gute alte Patches. I did you wrong. But I didn't mean it. These temptations, they could be...
Ja, manchmal überkommen einen die Versuchungen. Ich kann das absolut nachvollziehen, mein Guter. Ich kann das absolut nachvollziehen. Übrigens. Ja, meine Damen und Herren. Hallo, Wifisia. Ich musste nebenbei noch kurz aufstoßen, deswegen war das sehr seltsam ausgesprochen. Auf jeden Fall, Patches wollen wir auf jeden Fall drüben im Feuerbandschrein haben. Denn wenn er da ist, er ist einfach der beste NPC von allen. Also wisst ihr was, ich würde gerne Stärke auf 40 bringen und das soweit ausmaxen. Er ist der beste NPC von allen, denn fucking Patches. Ich glaube, ich will Eisenfleisch vielleicht sogar behalten. Ja, wobei innere Kraft, ja, was auch immer. Machen wir Eisenfleisch mal rein. Denn fucking Patches, der shit-talkt dann alle anderen, wenn er da ist. Und das wird ziemlich, ziemlich cool. So, und dieses Wunder hier, was wir gerade... Ach, shit! Braucht man nicht so ein Amulettteil für Wunder? Habe ich da überhaupt eins? Talisman. Ja. So, Grab ist fürs Schwerttanz. Ich hoffe, wir wischen jetzt nicht Patches damit, aber es ist so cool, pass auf. Hat die Scheiße gesehen? Nochmal. Oh, ich liebe dieses Wunder. Das ist so cool. Das ist fantastisch. Bin ich großer Fan. Was haben wir sonst noch? Oh, ich habe gerade Astros-Aufladung bekommen. Ich war kurz verwirrt. Haben wir sonst noch irgendwas Neues? Nö, zumindest nichts, was wir verwenden können. Okay, cool. Dann packen wir uns wieder in Kraft rein und... Sonst noch irgendwas reinpacken? Fucking Sonnenlichtschwert. Machen wir... Als ob ich Zauberwaffe jemals verwenden würde. Nicht statt Zauberwaffe will ich was anderes haben. Säure, Flut, was auch immer. Macht keinen Unterschied. Ja, ich packe mir eh wieder meinen Pyromantie-Handschuh rein. Mit Handschuh meine ich die Pyromantie-Flamme. So. Aber genug davon. Das Wunder gibt es auch im Prinzip als Pyromantie. Ja, ich habe es auch als Pyromantie. Ist die Chaosflamme. Die bekommt man, wenn man dem Covenant von der Schwester von Quilak beitritt. Lichtschwert ist richtig OP. Ja, ich weiß. Vielleicht werden wir darauf... Ne, wir werden nicht darauf leveln, glaube ich, in diesem Run, dass wir es verwenden können. Ist ja auch mit meinem Schwert gar nicht kompatibel. Das heißt, das ist relativ lame. Und dieser Gegner... Ich will nicht sagen, dass er ein Haufen Scheiße ist, aber... Sagen wir mal, er ist weg. Uns allen wäre sehr stark geholfen, wenn ich ihn möglichst schnell besiegen würde. Ich glaube, ich werde ihn einfach mit Schild gegenübertreten. Diese Fuckhunde von gerade eben sind sehr, sehr gefährlich. Mit sehr, sehr gefährlich meine ich. Mein Gott. Mein Gott, die können einen so schnell killen. Die sind extrem gefährlich. So, und hier haben wir noch einen Schwarzritter. Ich hoffe, ich habe ihn hergelockt. Schwarzritter! Bist du unterwegs zu mir? Und das ist ein sehr langsamer Pfeil. Hör ich Schritte? Ich glaube, ich höre keine Schritte. Oh, da ist er. Au. Fick dich. Lebt er noch? Auf dem Scheiße. Komm schon, gib mir den Drop. Gib mir den Drop, für den wir hier sind. Ah, fuck. Er hätte die helle Bade droppen können. Das heißt, das war nur wieder ein weiterer Ort, an welchem wir... Schwarz und helle Bade nicht bekommen. Oh Gott. Und zwei Treffer brauche ich für diese Hunde. Mein Schwert ist halt echt stark, möchte ich mal anmerken. Das ist insgesamt... Hör auf mich zu treten, Alter. Das ist insgesamt ein ziemlich starker Charakterbild geworden, tatsächlich. Jawohl, noch Glück gehabt, hab Nito noch nicht verpasst. Oh, fucking Nito. Ich mag Nito nicht. Da unten ist eine Nachricht am Boot. Ist das vielleicht der... Oh, so kommt man da also rüber. Hier drüben finden wir ein Item, welches erstmal... Fick dich, du Kopf. Ansonsten haben wir ein Item, welches ziemlich, ziemlich interessant ist. Der silberne Schlangenring. Weiß nicht, ich kenne hier einen silbernen Schlangenring. Dark Souls 3, wenn ihr Dark Souls 3 gespielt habt, werdet ihr wahrscheinlich kennen. Weil da ist es sehr, sehr einfach, an den silbernen Schlangenring... Diese fucking Türme. Einen silbernen Schlangenring zu kommen. Habt ihr was gedroppt? Könnt was droppen? Weißer Brocken. Silberner Schlangenring bringt, dass wir... Ich habe keine Ahnung, wie viel Prozent, aber wenn der ausgerüstet ist, bekommt man auch ein bisschen mehr Seelen.
Das heißt, wenn man den theoretischen Kombination mit dem Mimikam aufsetzt, kann man relativ viele Seelen abstauben. Wir werden es wahrscheinlich nicht machen, aber das ist eine Möglichkeit. Okay, und das könnte jetzt schief gehen, aber wir machen einfach... Das war die beste Plunging Attack meines Lebens. Hat er mich gesehen? Der hat mich gesehen, oder? Oh, war hier nicht die Stelle, wo zwei Stück nebeneinander sind? Schlag zu. Du Fuckviech. Hab ich den auf dem Scheiße gesehen? Wie sich einfach zu 100% komplett durch meine gesamte Verteidigung geknuspert hat. Er hat meine ganze Ausdauer. Er hat sie einfach aufgefressen. Ich mag ihn nicht. Und ich mag es nicht, dass man hier nur so wenig sieht. Aber, gute Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten. Wir sind sehr offensichtlich in Anor Londo. Ich müsste jetzt, oh, wir sehen uns beim Bonfire. Ja. Das heißt, wir kommen auch gleich zum Boss. Puh. Bin ich bereit für den Boss? Nicht wirklich. Ihr müsst wissen, der Boss, der hier bevorsteht, ist einer, mit dem ich absolut nicht umgehen kann. Weil wir invaded werden können. Hey, der hat das gleiche Schwert wie ich, der auf dem Scheiße. Schicke Klinge, mein Bruder. Wenn wir invaded werden können hier in der Gegend, werde ich mich einfach mal menschlich machen. Oh, hier können wir nämlich auf einen NPC treffen. So streng genommen kann man hier bestimmt noch ein bisschen erkunden und Sachen finden, aber das werden wir nicht machen. Wir werden einfach an allem... Ich bin den falschen Weg gelaufen, oder? Ich bin den falschen Weg gelaufen. Bin den falschen Weg gelaufen. Alles cool, Leute. Fuck. Ich wundere mich gerade, warum ist auf einmal alles voll mit Gegnern? Ich bin den falschen Weg gelaufen. Oh. Ich habe Appetit auf Pommes bekommen. Das ist ganz natürlich bei diesem Run. So, hier wollen wir runtergehen. Hier hält man sich zuerst ein bisschen links von dem Weg. Und dann... Ach, hier waren wir schon. Halt die uns hier rechts und da links sind fucking viele Gegner. Mit welchen wir nichts zu tun haben wollen. Ja, dann rennen wir einfach weiter. Kann sein, dass uns einer verfolgt hat, aber was auch immer. Wir gehen einfach weiter. Und wir werden niemals umkehren. Wir werden niemals zurückblicken. Controller, glaube ich. Spielst du mit Controller oder Tastatur? Du hast, wenn du da, du hast Dark Souls nie gespielt, kann das sein? Wenn du es gespielt hast, wirst du diese Frage nicht stellen. Als ob man Dark Souls mit Tastatur spielen würde. Maus und Tastatur. So, eigentlich müssen wir hier jetzt gleich invaded werden von dem NPC. Ja, es ist Leroy Paladin. Nimm dies. Ich glaube, Paladin Leroy, seine Lore ist irgendwie sowas von wegen, dass er der erste Untote war oder so. Was relativ seltsam ist. 21.000 Seelen. Alter. Und wir bekommen Menschlichkeit. Alter. Und eine geile Keule. Und wisst ihr, was wir hier sehen? Tolle Aussicht. Tolle Aussicht, ja. Was wir hier vor uns sehen, ist quasi Ash Lake. Das heißt, die Gegend, bei der wir vorhin waren. Ihr seht, wenn man da runterschaut, das sind die Bäume, wo wir vorhin in einem drin waren. Das heißt, wir sind hier auch schon ziemlich weit unten. Nicht so weit unten. Den hätte ich bei Pinwheel beschwören können. Okay, nicht so weit unten wie... Okay, das sieht ein bisschen unschön aus. Nicht so weit unten wie bei Ash Lake, aber ziemlich weit unten. Hier ist ein... Och, da war ein Summon Sign. Na, wie auch immer. Hätte man irgendjemand beschwören können, scheinbar. Das bringt mir jetzt nicht allzu viel. Denn dieses Zeichen ist soeben verschwunden. Tötet mich, ich spiele Dark Souls immer mit Maus und Tastatur. Warum? Warum? Es ist halt überhaupt nicht. Es ist halt, die Steuerung mit Maus und Tastatur ist halt in dem Spiel überhaupt nicht optimiert oder so. Warum sollte man jetzt mit Maus und Tastatur spielen? Und diese Stelle hier ist übrigens ziemlich majestätisch. Denn das ist die größte Falle des gesamten Spiels. Ihr seht den Bogenschützen hier, wie er auf mich schießt. Und was ihr auch seht, ist da links, da ist noch einer. Und was er immer macht, ist, er ist darauf programmiert, dass er, okay, hat er jetzt nicht gemacht. Aber eigentlich ist bei ihm immer der Fall, dass die erste Aktion, die er macht, zutreten ist. Das heißt, er ist fucking anstrengend, weil man einfach, er will dann runterkicken. Oh, und diese Gegend hier, das ist eigentlich relativ seltsam, wenn ich mal drüber nachdenke, dass hier aus irgendeinem Grund alles voll mit Pinwheels ist. Also mit dem einen Boss, den wir vorhin bekämpft haben. Oh, und da ist ein Babyskelett. Hier in der Gegend gibt es Babyskelette als Gegner.
Das ist nicht schön. Das heißt, wenn man hier zu langsam unterwegs ist, dann nähern sich die kleinen Scheißer. Und sie sind nicht begeistert, uns hier zu sehen, könnte man sagen. Ja, fucking Pinwheel. Außerdem, hier in der Gegend runterzugehen, absolut nicht empfehlenswert, denn hier ist alles voll mit Gegnern, welche allesamt lächerlich viel Schaden machen. Allerdings gibt es hier ein gewisses Item, das ich gerne mitnehmen würde. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wo es ist und ich weiß auch nicht genau, wo ich gerade bin. Oh, weißer Brocken, dankeschön. Den braucht man übrigens, um Divine-Waffen über plus 5 abzugraden. Nein, die Miniskelette nicht auch. Ich habe keine Ahnung. Ach, shit. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe mich von denen immer schön brav ferngehalten. Ah, komm schon. Irgendwo gab es hier noch eine weiße Scholle. Die würde ich gerne mitnehmen. Leck mich, Pinwheel! Nimm dies! Okay, das Hotel fallen soweit. Ich glaube, ich habe im Großen und Ganzen hier alle Pinwheels besiegt. Dann bleiben noch die unendlich spawnenden Skelette von da unten. Wisst ihr was? Mach eine Plunging Attack auf ihn. Ah, fuck das. Da hinten ist noch einer. Okay, wir haben noch nicht alle besiegt. Wie kam ich denn hier zu der weißen Scholle? Würde ich noch gerne mitnehmen. Oh, und was hier auch relativ interessant ist. Okay, man sieht es jetzt nicht, weil ich durch die Skelette schon durchgerannt bin. Naja, man sieht es noch ein bisschen. Die sitzen einfach alle da. Sie sind quasi einfach so im Sitzen gestorben. Sieht ein bisschen aus, als hätte hier irgendein Ritual oder so eine Scheiße stattgefunden. Das heißt, das ist auch relativ ein bisschen seltsam. Wenn man das mal so sieht. Ah ja, hier kam ich zur Scholle rüber. Ansonsten sind wir übrigens gleich beim Boss. Weiße Scholle! Yay, die brauchen wir, wenn wir eine Divine-Waffe auf plus 10 bringen wollen. Was wir selbstverständlich machen wollen. Also nichts besseres als die geilen plus 10 Divine-Waffen. Bin ich ein großer Fan. So, könntet ihr nicht theoretisch auch die Maske des Vaters droppen? So, wie auch immer. Wir haben ja soweit alle erledigt. Das heißt, es gibt nur noch einen Weg für uns zu gehen. Oh Mann. Mein Lieblingsweg. Ich hasse diesen Boss. Kann ihn nämlich einfach nicht. Wobei es da einen Tipp gibt, den der Fully Sham in den Kommentaren gegeben wurde, den ich gerne ausprobieren würde. Und zwar zum einen müssen wir aus irgendeinem Grund erstmal durch Holz durchrollen, was fucking seltsam ist. Ich wusste nie, dass da eine weiße Scholle ist. Habe ich mir immer im DLC geholt. Immer geholt, als ob man so oft eine weiße Scholle verwenden will im Spiel. So, hier geht's direkt zum Boss runter. Was ich ausprobieren will, ist die Sache, die gesagt wurde, ist, dass wenn ich jetzt hier runterspringe, wird mich der Boss sofort sehen und seine ganzen kleinen... Das Problem an ihm ist, dass er viele Skelette beschwört. Und die werden alle direkt zu mir rüberkommen. Das bedeutet, zumindest wenn ich den Leuchthelm aufhab, scheinbar da können sie einen dann sehr stark sehen. Das heißt, ich habe ihn jetzt mal abgesetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt wieder alle rübergerannt kommen. Ich glaube, man kann es hier auch irgendwie machen, dass man keinen Fallschaden nimmt, wenn man da relativ clever, ja, hat gut geklappt, rüberspringt. Oh, shit. Schau dich übrigens in der Gegend hier um. Eventuell waren wir hier schon mal. Oh, der ist so gut designt. Fucking Nito sieht so cool aus. Er besteht einfach nur aus Skeletten. Und er hat das gleiche Schwert, was er uns gegeben hat. Nur viel größer und mit lauter Skeletten. Na shit, ich habe den Schrei gehört. Das heißt, ja, immer wenn er schreit, kommen übrigens die Teile aus dem Boden. So, wenn der Tipp, der... Oh Gott, nein. Ach, natürlich bin ich vergiftet. Wenn der Tipp, der gegeben wurde, stimmt, sollten jetzt keine Skelette zu mir rübergerannt kommen. Da kommt ein Skelett zu mir rübergerannt. Kommen mehrere zu mir rübergerannt. Warum kann Dito mich eigentlich vergiften? Das war mir gar nicht bewusst. So, die Sache ist aber... Ich will übrigens ein bisschen hier auf ihn warten, damit er rüberkommt. Ich will nicht direkt zu ihm rüberrennen, weil die Sache ist, wenn ich zu weit zu ihm rüberrenne, gibt es da noch große Skelette, deren Aggro er quasi auf mich ziehen kann. Und das will ich nur sehr ungern machen. Ja, deswegen, wir stehen einfach hier und hauen mit unserem Schwert drauf, bis er tot ist. Ich kann meine Ausdauer gerade nicht regenerieren.
Oh fuck, es ist ein. Ich halte mein Schwert einhändig. Und jetzt werde ich sterben. Schon Nito. Komm schon, Nito. Wir schaffen es gleich. Ganz gleich noch ein Schlag. Noch ein. Nein. Ich lebe noch. Nein, das Gift. Ich hasse diesen Kampf. Macht Nitos Schwert nicht auch Giftschaden? Was heißt Greed? Ich war vergiftet und hatte keinen Estus mehr. Was hätte ich denn anders machen sollen? Ja, das hat überhaupt nicht geklappt. Das mit anderen Helm aufsetzen ist auch ein Tipp, der nur unbedingt funktioniert. So, ich glaube, dieses Mal werden wir es anders machen. Ich werde dieses Mal nicht Eisenfleisch verwenden, wenn ich zu ihm gehe. Sondern wir werden innere Kraft mal verwenden, damit ich einfach mehr Schaden machen kann. Und ich glaube, wenn ich noch ein bisschen mehr Schaden gegen ihn austeile, sollte er ziemlich hart down gehen tatsächlich. Ach, ein Schlag war ich davon entfernt, ihn zu besiegen. Und dann hat mich das fucking Gift dahin gerafft. Ich will nicht schadenfroh sein, aber ich bin gerade schadenfroh. Leck mich! Estus Christus, was ist das für ein Boss? Das ist die Frage. Es ist Nito. Der Typ, der umgeben ist von Skeletten. Was überhaupt nicht nervig ist. So, so ein ganz kleines bisschen. Ah, gehen wir diesmal direkt rüber. Das Gute ist, dass man relativ schnell zu ihm rüberrennen kann. Eigentlich kann ich an allen Gegnern hier vorbeirennen, soweit. Naja, das Gute ist wirklich, dass man schnell zu ihm rüber kann. Und seht ihr meinen Pommes-Schild, wenn ich den auf meinem Rücken habe, wie gut der zur Geltung kommt? Ich bin ein bisschen begeistert davon. Insgesamt, mein Pommes-Panzer-Character-Bild, der macht sich gut immer noch. Ich bin noch ein großer Fan davon. So, du Fuck-Skelett, willst du treten? Nee, ich laufe zu schnell vorbei. Er tritt dann aber auf jeden Fall immer runter, wenn man normal vorbeiläuft, wenn man langsam unterwegs ist. Also mit einer heiligen Waffe hättest du das Problem nicht. Das entspricht der Wahrheit, aber mit einer Divine-Waffe hätte ich das Problem, dass ich eine Divine-Waffe hätte. Dementsprechend, ich denke, da wäre ich nicht alle Probleme losgeworden damit tatsächlich. Nein. Ach Gott. Und roll durch. So. Ich finde den Burgerpanzer besser. Ach, bitte. Burgerpanzer, als ob. Als ob den jemand besser finden würde. Und ja, man nimmt übrigens immer falsch Schaden, wenn man hier runterfällt. Okay. Das war fair. Das war ziemlich fair, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, wir haben 20.000 Seelen verloren oder so. Aber was hätte ich machen sollen? Was hätte ich machen sollen? War doch Schwachsinn. Es hätte mich so oder so gekillt, außer ich wäre genau in dem Moment, wo ich gelandet bin, wahrscheinlich kurz zur Seite gerollt. Ey, ich weiß es nicht. Seit wann machst du eigentlich wieder den Kampf gegen die Waifu? Du meinst den Kampf gegen Nito? Den mache ich, weil ich ihn machen muss. Da war er wieder zu greedy. Das war bestimmt der Fehler jetzt gerade, dass ich zu greedy war. Das war mein Problem. Oh, hier haben wir einen kleinen Lizard. Hallo. Kleiner Mann. Das war wahrscheinlich das Problem. Fuck. Ziemlich knapper Kampf. Ich war aus dem Weg. So, ich mag Nito nicht. Aber ich denke, wenn ich meine innere Kraft aktiviere, sollten wir durchaus... Gott, wie schnell der Typ da unterwegs ist. Wenn ich innere Kraft aktiviere, sollten wir durchaus in der Lage sein, ich werde einen Pfeil mit meinem Schwert ab, Alter. Da, jetzt tritt er. Au! Ja, auf den Scheiß. Seid ihr fertig? Ach. Nein, er war nicht fertig. Er muss mir noch einen Pfeil in den Arsch schießen. Und ich möchte anmerken, dass er ziemlich gut getroffen hat. Würde mich vielleicht sonst noch jemand gerne erwischen mit irgendeinem bescheuerten Angriff? Ja, nein, vielleicht. Ah. Ich habe jetzt schon wieder kaum Estus mehr. Ist doch scheiße. Ach Gott, runter. Ja, gleich hätte ich viel Fallschaden.
Oh Mann, der hat seinen Schwachsinn gar nicht gemacht dieses Mal. Oh, das Problem ist, ich will noch nicht zu ihm rüberrennen. Ich hätte innere Kraft erst später aktivieren sollen, glaube ich. Das war timingtechnisch vermutlich nicht optimal. So, ziehen wir uns noch ein erstes Flakon rein. Dann. Hey, Erster der Toten. Ich bin dir mit einer Fat Roll ausgewichen. Au. Okay, hoffen wir, dass wir das überleben. Das Gute ist, dass er damit auch alle seine Skelette killt. So, Nito. Übrigens, wenn man nah an ihm dran steht, dann kann er einen kaum treffen mit seinem Schwachsinn. Oh mein Gott, fucking Nito. Nein! Nein! Yes! Oh, großer Gott, die Scheiße war knapp. Die innere Kraft, das ist kein Animo. Du musst dich einfach mehr anstrengen. Nein, die innere Kraft hat mir ziemlich gut geholfen. Das und meine Freunde, die immer an meiner Seite waren. Ja, das ist, was mich von dem Bösewicht unterscheidet. Übrigens, wir sind genau da, wo wir auch vorhin waren. Und da war Nito vorhin drin. Das finde ich so cool. Aber das Nito-Covenant hat sich übrigens so mit offiziell... Oh fuck, ich bin fast tot. Hat sich somit ziemlich erledigt. Weil Nito kommt nicht mehr wieder. Der ist tot. Okay, Stärke haben wir ausgemaxt, Leute. Mehr werden wir auf Stärke nicht mehr leveln. Denn ab jetzt kommt dann Soft Gap. Das bedeutet, da wird nicht mehr viel bei rauskommen. Und das wiederum... bedeutet, dass wir Richtung... Ne, wir gehen noch nicht an Orlando. Wo gehen wir denn am besten hin? Gemeinde der Untoten. Denn... wieso vergisst ihr immer wieder den Helm aufzusetzen? Fuck, da geht man mal pinkeln und dann verpasst man Nito. Ja. Das ist eine Sache, die durchaus mal passieren kann. Man muss sehr aufmerksamer sein. Dass du kein Handy oder so, so mit aufs Klo nehmen kannst, arbeite an dir. Verdammte Scheiße. Reiß dich zusammen, Alter. Golem-Axt. Okay, weißt du was? Golem-Axt, erinnere mich, wir müssen die Golem-Axt sowieso noch holen. Wenn wir, warte, können wir eigentlich auch schon direkt nach Anor Londo gehen? Das ist gerade die Frage. Das ist gerade die Frage. Ja, wisst ihr was? Wir machen direkt das in Anor Londo. Hier gibt es sich noch zu erledigen. Und jetzt ist DLC-Zeit, ja. Kann ich euch da ein Geständnis machen zum Thema DLC? Ich meine, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe inzwischen durchaus ein paar Mal, ich habe ein bisschen Dark Souls gespielt. Im Laufe der letzten Monate. Allerdings... gibt es eine Sache, die ich bisher noch nie gemacht habe. Oh, das ist das DLC-Spiel. Ich habe das DLC noch nie gemacht. Das heißt, das könnte relativ interessant werden. Machen wir jetzt zuerst die Golem-Axt, bevor wir was anderes machen. Gehen wir zuerst zu Golem-Axt. Ja, ich habe das DLC noch nie gemacht aus Dark Souls 1. Das heißt, es wird relativ interessant. Was relativ anstrengend übrigens ist, weil immer, wenn ich irgendwelche Videos von Dark Souls oder so anschaue, dann Artorias oder so gezeigt wird, da habe ich dann immer in die Ecke gestartet und so, weil ich mir dachte, nein, das will ich nicht sehen. Ja, das erste Mal das DLC. Das DLC ist super, bis auf den Drachen. Mann, das kommt mir ziemlich bekannt vor. DLC ist super, bis auf den Drachen. Also wieder eine Sache, die Dark Souls 3 einfach so übernommen hat. Oh. Mit dir ist kein guter Kampf. Ja, und das DLC wird, es wird relativ interessant. Ich habe mir sagen lassen, dass der gute Manus... als ob. Als ob. Leuchtfeuer der letzten Rast müsste doch Feuerbandschrein sein. Komm schon. Okay, es ist hier. Wundervoll. Ich habe mir sagen lassen, dass Manus ungefähr der schwerste Boss aus dem ganzen Spiel ist und das wird relativ interessant. So, aber vorher, übrigens, wie es dazu kam, dass ich es nie gespielt habe, ist auch eine lustige Geschichte. Und zwar, ihr wisst ja, dass man bei der Einstellung, bei der Hydra, muss man das Spiel neu laden, damit der eine Golem gespawnt wird, welchen man killen muss, um ins DLC-Gebiet zu kommen. Ich habe das Spiel nie neu geladen, deswegen dachte ich mir immer, ey, jetzt bin ich eh schon am Ende, jetzt kann ich es auch so zu Ende bringen. Mache ich das DLC beim nächsten Mal und dann hat sich irgendwie ergeben, dass ich es nie gemacht habe. Tatsächlich. Naja. So hat sich das durch die ganze Zeit dann gezogen. Und danach war ich der Meinung, dass ich mir dachte, wenn ich das DLC zum ersten Mal mache, vielleicht sollte ich dann Videos davon machen, sollte ich vielleicht doch aufnehmen oder so. Aber ist inzwischen egal. Ich kann es auch einfach jetzt im Stream hier machen. Das heißt, ich habe meine Gründe, warum ich es vor mir hergeschoben habe. Ich hatte immer meine Gründe.
Falls ihr euch übrigens wundert, wir gehen jetzt zum Schmied rüber und lassen uns die geile Golem-Axt machen, welche, wenn mich nicht alles täuscht, eine relativ gar nicht mal so gute Waffe wird. Yay. Ein Schandstadt hinter dem riesigen Wurmfähig. Was? Wenn man nach Ashley kommt, oder was? Hey, wo findet man eigentlich die innere Kraft? Ach ja. Ach ja, ja, das ist fucking nervig. Das war ein sehr, sehr schrecklicher Weg. Ich habe ein paar Versuche gebraucht. Aber tatsächlich ist innere Kraft nicht hinter dem Wurm, sondern unter ihm. Und das ist auch nicht direkt ein Wurm, aber so ein Viech, das aus der Wand rausschaut. Wie lange streamst du ungefähr? Vermutlich wieder bis 0 Uhr. Das heißt noch geile 2 Stunden etwa. Ah. Was ist eigentlich aus der Zwiebelwaifu geworden? Das ist eine gute Frage. Zwiebelwaifu hat meine Verlobung abgelehnt und eventuell hat es sich ergeben, dass ihr Vater, der gute Siegmeier, Hollow wurde und sie eben töten musste. Und sie stand ein bisschen neben sich, als ich zuletzt bei ihr war. Also ich dachte mir, oh Gott, ich habe keine Lust mehr, so ein Drama reinzuziehen. Und deswegen mussten wir beide unsere Wege gehen. Aber ja, das wurde aus ihr. Sie fehlt mir ein bisschen. Aber wer weiß, vielleicht wird Artorias ja die Waifu, die wir uns wünschen. Wer weiß das schon. Und bevor ich dich anquatsche, werde ich mir direkt noch ein paar Seelen reinziehen. Hm. 12 Stück. Oh, und die bringen jeweils 2000. Wundervoll. Habe ich gestern nicht getraut zuzuschauen, weil ich wusste, dass Dark Souls kommt. War eine Antwort. Oh, Kristallglut, nimm die Scheiße, Alter. War eine Antwort an jemanden. Keine Ahnung, was damit gemeint war jetzt direkt. So, nicht Waffe verstärken, sondern Ausrüstung umwandeln. Das wäre eine ziemlich starke Kristall... Alter, Kristallkampfaxt plus 0 würde 209 Schaden machen. Und die könnte man dann auch auf plus 5 bringen. Fuck, die Kristallwaffe, die sind lächerlich stark. Naja, was wir machen wollen ist... Könnte theoretisch der geile Manus-Beschleuniger. Ja, machen wir uns die Golem-Axt. Das war's. Yeah, die Golem-Axt. So kann ich die auch upgraden. Wir haben die erste Bosswaffe gemacht. Das heißt, wir haben tatsächlich auch mal eine Verwendung für unsere... Dämonen-Titanit-Fuckteile. Das ist eigentlich auch eine ganz nette Sache. So, wo hatten wir sie dann? Sagen wir nicht, dass man die Golem-Max nicht upgraden kann. Doch, da. Oh, es kostet fucking viele Seelen. Okay. Wir sollten die Golem-Max sogar genau auf plus 5 bringen können. Schauen wir sie uns mal an, würde ich sagen. Schauen wir sie uns mal an. Oh, sie wird echt nicht so gut sein. Das ist ziemlich traurig, weil sie ist eigentlich echt cool, aber... Seht sie euch an. Das ist einfach nur eine riesige Axt von dem fucking Golem. Und ich glaube, das ist der normale Angriff von ihr. Wenn ich mit ihr einen schweren Angriff mache, dann... Yeah, seht ihr das? Damit kann man dann diesen Windstoß machen. Der ist ziemlich cool. Manus war ja Manuel. Dem hast du es gegeben. Wie sehr macht das eigentlich die Waffe kaputt, wenn man das versucht, was ich gerade gemacht habe? Rüstung verstärken, Ausrüstung reparieren. Hier. Sie geht schon ein gutes Stück kaputt. Okay. Sollen wir nicht so oft machen. So, ziehen wir uns noch ein paar Seelen rein, damit wir unsere geile Axt weiter upgraden können. Keine Sorge, morgen im DLC gibt es eine geile Pilzweife. Ich bin mir sicher, ihr passt gut zusammen. Wir haben hier einen Scherzkeks. Ich glaube, wir haben einen Scherzkeks gefunden, Leute. Ich weiß ja, dass da diese eine Pilzlady gibt. Das weiß ich tatsächlich. Ich meine, ich weiß ein bisschen was von dem DLC. Man kann ja relativ schwer nur sich ewig vor sowas verstecken. Das heißt, ein paar Dinge weiß ich streng genommen, aber im Großen und Ganzen weiß ich so gut wie nichts darüber. Das heißt, das könnte wirklich relativ nett werden. Hm. 10.000 pro Upgrade, verdammte Scheiße. Den Hund-Titanit braucht man für das Schwert. Das ist relativ lame. Ja, die Golem-Axt, sie wird nicht so stark, wie man sich das wünschen würde.
Und ich habe nicht genug Dämonen in Titanit. Wie viel Schaden macht sie denn jetzt? Knapp 400. Und das macht 490. Und sie ist fucking langsam. Naja, wir werden trotzdem die Axt mal anschauen. Und wir werden sehen, ob sie gut ist oder nicht. Wahrscheinlich wird sie ziemlich schrecklich, aber das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen okay, dafür haben wir die... Und mir fällt gerade auf, sie passt auch in mein Charakterbild gar nicht mehr rein. Das ist ja gar keine Pommes-Axt. Fuck! Dabei wollte ich noch meine Pommes-Axt. Na egal, wir werden sie auf jeden Fall mal ein bisschen anschauen. Mein kann ja nicht schaden. Ich kann dir sagen, dass du Elisabeths Pilze pflücken willst. Die sorgen dafür, dass du eine Minute kontinuierlich Leben regenerierst. Wie bei Bossen, die gerne permanent Schaden austeilen. Recht gut. Oh, das kann man machen im DLC. Relativ interessant. Ich weiß, dass es da so ein Heilungs-Item auch in Dark Souls 2 gibt, das genau das macht. Welches man sich immer reinzieht. Welches man sich dann immer irgendwie reinzieht. Ah, fucking Regenerierung. Aber nehm nicht zu viel vorweg. Nehm nicht zu viel vorweg. Ich will selber sehen alles. Ich will es selber sehen. So, das heißt, wir begeben uns jetzt erstmal nach Anor Londo. Und von da aus... Oh, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde das Spiel direkt mal kurz nochmal neu laden. Damit das, was ich haben will, auch wirklich da ist. Warte, hast du Dark Souls 2 nie gespielt? Nein, habe ich nicht. Ich habe bisher nur Dark Souls 1 und 3 gespielt. Ich habe auch Demon's Souls noch nicht gespielt. Ich habe auch Bloodborne nicht gespielt. Es steht noch ein bisschen mehr auf dem Plan, aber... Ich will halt Dark Souls, vor allem Dark Souls 1, noch ein bisschen öfter spielen. Dark Souls 3 jetzt nicht zwangsweise. Ich meine, Dark Souls 3 ist ein gutes Spiel, aber es ist jetzt nicht Dark Souls 1. Dark Souls 1 war eine Videospielrevolution für mich und Dark Souls 3 ist eher so ein solides Spiel. Ah, Dark Souls 1 spiele ich sehr, sehr gerne. Aber ja, ich denke, demnächst werden wir dann, und mit ich denke, meine ich, das ist eigentlich relativ geplant, dass wir demnächst dann im Stream auch mal Demon's Souls durchspielen. Das heißt, das wird auch eine relativ nette Sache. Dann hätte ich den Teil schon mal abgehakt. Und danach werde ich dann irgendwann wahrscheinlich mal Bloodborne, will ich auf MOP bringen, ehrlich gesagt, den Blind Run. Und danach kann ich dann irgendwann mal drüber nachdenken, Dark Souls 2 zu spielen. Nioh hätte ich streng genommen ja auch noch da, was ich mir direkt zu Release tatsächlich gekauft habe, aber ich habe es bisher noch nicht mal ausgepackt. Das liegt doch irgendwo rum. Das heißt, das könnten wir theoretisch auch irgendwann mal spielen. Wobei natürlich die Frage ist, wie groß überhaupt das Interesse inzwischen noch an Nioh ist. Erinnert sich noch jemand an Nioh? Wahrscheinlich. Aber ja, Nioh würde ich tatsächlich aber auch mal ganz gerne anschauen. Hört auf mit Dark Souls 2. Dark Souls 2 ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Ich habe mir sagen lassen, dass Dark Souls 2 ein gutes Gangfest ist. Und dann, was ich mir auch habe sagen lassen, ist, wenn im Stream, ich meine, das ist euch sicher aufgefallen, auch im Stream, im Chat teilweise, wenn man Dark Souls 2 anspricht, Leute, ihr werdet teilweise ein bisschen... Nioh ist absolut schrecklich. Wundervoll. Ich habe es trotzdem schon gekauft. Ich muss trotzdem irgendwann mal spielen. Morgi, lieber Nioh als zum 100. Mal Dark Souls. Nein, das halte ich für unwahrscheinlich, dass ich Nioh jemals Dark Souls 1 vorziehen würde. Genau. Im Chat, manche Leute werden relativ unentspannt, wenn man Dark Souls 2 anspricht. Ah, verdammte Scheiße. Ihr habt YouTube-Kommentare. Da sind die Leute richtig unentspannt, wenn es um Dark Souls 2 geht. Da wollt ihr, es ist, als hättet ihr ihre Ernte verbrannt und die Seuche ins Haus gebracht. Vertraut mir. Ja, wird selber schon gemerkt, dass, ist allgemein so eine Sache. Dark Souls 2, die Fans, die machen sich nicht unbedingt beliebt, weil sie gerne immer wieder dadurch auffallen, dass sie sehr aufdringlich ein bisschen sind. Was jetzt in der Situation übrigens niemand war, um das mal anzumerken. Aber das ist durchaus des Öfteren schon passiert. Jetzt aktuell aber nicht. Das heißt, ihr müsst jetzt niemanden böse anschauen. Alles cool soweit, alles cool. So. So viel dazu. Warte, was, wenn ich jetzt einfach mal den schweren Angriff mache? Yeah, hat er die Scheiße gesehen? Das ist die Spezialität der Golem-Axt. Ziemlich cool, wenn er mich fragt. Ziemlich cool, wenn er mich fragt. Alter, geil, 68 Bits.
Muxi 68, jedes Soulspiel ist wundervoll. 68. Ich habe das Gefühl, das ist nicht das, was ich habe das Gefühl, da fehlt doch was, um den guten Joke überzubringen. Ach ja. Und hier bin ich übrigens auch bei dem Versuch, ans DLC zu kommen, gescheitert. Vielen Dank übrigens für die geilen 68 Bits. Warte, kann es sein, dass ich zuerst... Ach, erst die Hydra killen und das befreien? Oh, okay. Sache ist, man muss den Golem killen. Und der droppt dann ein Item, welches man braucht, um ins DLC-Gebiet zu kommen. Ich dachte, ich kann mir das schon jetzt holen, bevor ich weitergehe. So. Aber das kann man ja später machen. Okay, das ist übrigens auch ein Grund, warum ich damals, als ich zum ersten... Bei meinem zweiten Run soweit, weil ich da nicht ins DLC gegangen bin. Da war nämlich der Goldene Golem nicht da. Dafür muss man ins Spiel neu laden, damit der auftaucht, was ich damals nicht wusste. Und dann das Teil von dem hier wurde auch nicht gedroppt. Das heißt, da war ich dann sehr, sehr verwirrt. Und wusste nicht, wie ich rankommen kann. Fuck, was soll ich denn nochmal? Gemeinde der Untoten. Wusste nicht, wie ich rankommen kann ins DLC und bin dann einfach zu Gwyn gegangen. Und ja, so hat sich das Ganze die ganze Zeit über dann durchgezogen. Danach habe ich mich immer weiter vorgedrückt vom DLC. Aber ihr kennt die Geschichte. Ich habe sie vor ungefähr 10 Minuten schon mal erzählt. Ziemlich aufregend, ich weiß. Nun, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich trinke, während ich streame, viel zu wenig. Ich glaube, das ist eine Sache, in der ich mal arbeiten sollte. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass ich... Ah, warte mal, wenn wir schon mal hier sind, können wir direkt eine Waffe auf plus 6 bringen. Wenn wir schon mal hier sind. Ich trinke beim Streams viel zu wenig. Ich habe mir nämlich was zum Trinken geholt, bevor ich angefangen habe zu streamen. Und ich habe mir es gerade auffallen. Ich dachte mir, stand die Dose jetzt die ganze Zeit offen da? Und ist das jetzt super eklig, das Getränk? Aber tatsächlich habe ich die Dose nicht mal geöffnet. Ich sollte mehr trinken. Fuck, während ich streame. Und eigentlich bin ich einer der Leute, die genug trinken. Versteht mich nicht falsch. Aber im Stream irgendwie... Weiß nicht, irgendwie nicht. Was wäre denn... Oh, die Riesenkeule will ich ganz gerne haben. Die Riesenkeule würde ich ganz gerne weiter upgraden. Übrigens, lustige Sache bei der Riesenkeule. Wo ist sie dann? Riesenkeule. Nicht okkulte Keule, Riesenkeule. Plus 4, sehr schön. So. Aus Dosen trinken, ey. Ich weiß nicht. Aus Dosen trinken hat was. Es hat ein gewisses Feeling. Vor allem, wenn es kalte Getränke sind. Ich meine, seht ihr die Waffe, diese Riesenkeule hier? Sie war übrigens mein erster Plan für eine Waffe, die ich, ich glaube, das sollte ich auch noch machen. Ich muss die Textur für sie noch dumpen und dann verändern. Denn diese fucking Keule war meine erste Idee für eine Waffe, die ich einfach zu einer riesigen zu Pommes machen wollte. Ich meine, stellt euch vor, wenn das einfach so ein riesiges, eine riesige Fritte ist. Wir haben gelernt, dass man Fritte dazu sagen sollte. Stellt euch vor, wäre ziemlich cool, oder? Ja. Daran sollte ich noch arbeiten. Hast du etwa Bock auf Nierensteine, Mo?